Um die Anklage gegen Adolf Eichmann zu führen, stehe ich nicht allein. Mit mir treten zu dieser Stunde 6 Millionen Kläger auf. Aber sie vermögen nicht, sich zu erheben. Sie können keinen drohenden Finger gegen diese Glaszelle ausstrecken und gegen den, der da sitzt, ausrufen: Ich klage an. Denn ihre Asche liegt verstreut auf den Hügeln von Auschwitz, auf den Feldern Treblinkas, ausgeschüttet in Polens Flüsse. Ihre Gräber sind verteilt über alle Länder Europas. Ihr Blut schreit, aber ihre Stimme verstummte. Darum werde ich ihr Mund sein und in ihrem Namen die furchtbare Anklage erheben. Das ist die Anklage, meine Damen und Herren, im Gerichtssaal, in dem der Eichmann-Prozess abrollt. Wir werden Ihnen von nun an regelmäßig aus Jerusalem berichten. Unsere Sonderberichterstatter beim Prozess sind Joachim Besser und Peter Schier-Gribowski. Sie werden zweimal in der Woche die Ereignisse und Argumente der Prozesstage für Sie zusammenfassen. Das Ton- und Bildmaterial aus Jerusalem ist wegen der dort herrschenden technischen Schwierigkeiten sehr unterschiedlich. Es kommt auch auf sehr umständliche Weise zu uns, sodass wir Ihnen den heutigen Prozesstag nicht in Ausschnitten zeigen können. Gösta von Uexküll wird ihn für Sie resümieren. Nachdem gestern das Gericht sich für zuständig und nicht befangen und der Angeklagte sich für nicht schuldig erklärt hatte, fuhr heute der Generalstaatsanwalt mit seiner Anklage fort. Er zählte alle Länder auf, in denen jüdische Menschen von Eichmann und seinen Helfershelfern teils an Ort und Stelle ermordet, teils in die Vernichtungslager in Osteuropa abtransportiert worden waren. Er untermauerte seine Anklage mit vielen grausigen Einzelheiten. In diesem Zusammenhang erwähnte Hausner auch jenes makabre Geschäft, Blut gegen Ware, wie er es nannte, nämlich jene von Himmler gewünschten Verhandlungen über einen Tausch von 10.000 Lastwagen gegen das Leben von 1 Million Juden. Hier auf diesem Bilde, in das Sie hineinschauen, als säßen Sie selber im Gerichtssaal, sehen Sie zunächst links in seiner kugelsicheren Glaskabine den Angeklagten Adolf Eichmann. Hier oben ist der Richtertisch. In der Mitte sehen Sie den Vorsitzenden Moshe Landau. Zu beiden Seiten die beiden Hilfsrichter. Links Dr. Halevi, rechts Dr. Rawe. Hier unten sehen Sie den Generalstaatsanwalt Hausner. Er wendet den Rücken zum Publikum. Und zwei Sitze weiter links von ihm den Verteidiger Adolf Eichmanns, Dr. Robert Servatius. Unser Sonderberichterstatter, Dr. Joachim Besser, wird Ihnen nun zunächst einmal kurz die wichtigsten israelischen Personen des Prozesses vorstellen und danach mit seinem eigentlichen Prozessbericht beginnen. Oberrichter Moshe Landau, dessen ernste, strenge und würdige Verhandlungsführung beeindruckend ist. Landau ist 1912 in Danzig geboren worden, erhielt seine Ausbildung in England und ging 1933 nach Israel. Vom Rechtsanwalt stieg er auf zum Richter am obersten Gerichtshof seines Landes. Er ist als hervorragender Jurist bekannt. Der Ankläger, Generalstaatsanwalt Gideon Hausner, wurde 1915 in Polen geboren und ließ sich schon 1927 in Israel nieder. Der dunkle, unerbittlich wirkende Mann hat seinem Land auf vielen Posten gedient und trägt heute die unendlich schwere Last der Anklage gegen Adolf Eichmann. Dr. Benjamin Halevi, der Präsident des Jerusalemer Bezirksgerichtes. Er wurde 1910 in Weißenfels an der Saale geboren, bestand 1933 an der Universität Berlin sein juristisches Doktorexamen mit höchstem Lob, verließ Deutschland dann aber rechtzeitig und ließ sich im November 1933 in Israel nieder. Der Bezirksrichter aus Tel Aviv, Yitzhak Rawe, der 1906 in Aurich geboren wurde. Er studierte in Berlin und Halle und bestand 1928 sein Doktorexamen.
Von 1931 bis 1933 war er Mitglied des Magistrats von Berlin. Dann wanderte er nach Israel aus, half beim Aufbau des jungen Staates mit und brachte es schließlich zum Bezirksrichter in Tel Aviv. Ta Adolf, Bno shel Adolf Karl Eichmann. Targem. Jawohl. Mit dem Beginn des Eichmann-Prozesses ist ein Aufstöhnen durch das Land Israel gegangen. Die Wunden, die diesem Volk durch die Nazis geschlagen wurden, sind nur so dünn vernarbt, dass sie bei jeder Berührung wieder aufbrechen. In der Person Eichmanns aber nehmen sie für jeden Israeli die unmenschlichen Schrecken der Nazi-Herrschaft noch einmal leibhaft die Gestalt an. Und welche Gestalt? Stundenlang habe ich diesen Mann in seiner Glaszelle beobachtet. Isoliert, wie einer, der giftige Strahlen aussendet, sitzt er unbewegt, mit schräg geneigtem Kopf da, zuckt zuweilen mit der rechten Augenbraue und kneift das Gesicht zusammen, als ginge ihn das Ganze nur wenig an. Erster Anklagepunkt. Art der Straftat. Verbrechen gegen das jüdische Volk, eine Straftat laut Paragraph 1a1 des Gesetzes zur Aburteilung der Nazis und ihrer Helfer, 5710, 1950 und Paragraph 23 der Strafgesetzordnung 1936. Einzelheiten der Straftat. Der Angeklagte verursachte in der Zeit von 1939 bis 1945 die Tötung von Millionen von Juden, in seiner damaligen Eigenschaft als Beauftragter für die Ausführung des Naziplans zur physischen Vernichtung der Juden, der als sogenannte Endlösung der Judenfrage bekannt ist. Verursachte während der Jahre 1940-1945 die Tötung von Hunderttausenden von Juden in Deutschland und seinen besetzten Gebieten, in Zwangsarbeitslagern, welche nach dem System der Konzentrationslager geführt wurden und in welchen Juden bis zum Tode versklavt, gefoltert und ausgehungert wurden. K. Der Angeklagte versuchte, zusammen mit anderen, während der Jahre 1939-1945 in Deutschland und den übrigen Achsenländern und in deren besetzten Gebieten die Tötung weiterer Hunderttausender von Juden durch Massendeportierung und Konzentration in Ghettos und anderen Konzentrationspunkten unter grausamen und unmenschlichen Bedingungen, und zwar in folgenden Ländern: Deutschland, Österreich, Italien, Bulgarien, Belgien, Sowjetunion und die hier angegliederten baltischen Länder Litauen, Lettland und Estland und der Teil Polens, der der Sowjetunion nach dem September 1939 angegliedert worden war. Dänemark, Holland, Ungarn, Jugoslawien, Griechenland, Luxemburg, Monaco, Norwegen, Polen, Tschechoslowakei, Frankreich und Rumänien. Der Angeklagte beging im Jahre 1941 in den damals von Deutschland besetzten Gebieten Jugoslawiens Handlungen, die ein Verbrechen gegen die Menschheit darstellen, indem er zusammen mit anderen die Deportierung von über 14.000 slowenischen Zivilpersonen von ihren Wohnsitzen veranlasste, in der Absicht, deutsche Familien an ihrer Stelle anzusiedeln. Im Jahre 1942 beging der Angeklagte Handlungen, die ein Verbrechen gegen die Menschheit darstellen, indem er zusammen mit anderen die Deportierung von etwa 100 Kindern, Bürgern des Dorfes Lidice in der Tschechoslowakei, ihren Transport nach Polen und ihre dortige Ermordung veranlasste. Diese Handlungen beging der Angeklagte in Ausübung seiner Aufgaben bei der Gestapo in Berlin. Der moderne Terror trägt keinen Nero-Kopf mehr. Er sieht banal aus, billig, schäbig. Dieser erbarmungswürdig durchschnittliche Mensch, der von Angst getrieben um den halben Erdball flüchtete, ist die Hauptperson dieses Prozesses. Für ihn kämpft der Rechtsanwalt Dr. Servatius mit allen jenen Mitteln, die juristisch gebildeten Hirnen zur Verfügung stehen. Die Besorgnis der Befangenheit besteht gegenüber allen Richtern gleichmäßig. Die Besorgnis der Befangenheit kann sich daraus ergeben, dass der allgemeine Interessenkreis eines Richters stark berührt wird. Er kann dann nicht den für eine unbeeinflusste Entscheidung erforderlichen Abstand
von der zur Aburteilung stehenden Tat finden. Fachpersonen der Weltöffentlichkeit haben Bedenken angemeldet. Sie haben vorgeschlagen, ein neutrales Gericht zu bilden, ein internationales Gericht oder ein gemischtes Gericht. Dies sollte geschehen. Die Besorgnis der Befangenheit ergibt sich sodann noch aus Folgendem. Es handelt sich hier nicht um einen reinen Kriminalprozess, wo Taten abzuurteilen sind, die aus eigener verbrecherischer Neigung begangen werden. Es handelt sich um Aburteilung einer Beteiligung an Vorgängen, die politische Vorgänge waren. Es sind Taten, an deren Verfolgung jetzt ein politisches Interesse des israelischen Staates und des jüdischen Volkes besteht. Dieses politische Interesse, das das Motiv dieses Verfahrens ist, kann auf die Richter einen merklichen Einfluss haben. Die Regierung hat das Recht, für ein Volk Partei zu ergreifen. Sie darf parteiisch sein. Und dieses Recht zu vertreten, ist Aufgabe des Anklägers. Der Richter aber soll prüfen, ob er unbeeinflusst über den Prozessstoff sich erheben kann. Die Richter sollen prüfen, ob der Angeklagte berechtigterweise ohne Besorgnis sein kann, dass das Gericht befangen ist. Die Unbefangenheit ist die Grundlage für die spätere Anerkennung des Urteils. Der zweite Einwand, den ich zu erheben habe, betrifft die Unzuständigkeit des Gerichts. Ich beantrage, das Gericht wolle sich für die Verhandlung und Entscheidung der vorliegenden Anklage für unzuständig erklären. Die Unzuständigkeit ergibt sich einmal aus der völkerrechtlichen Natur des Gesetzes zur Bestrafung von Nazi und Nazi-Helfern und zweitens aus der gewaltsamen Entführung des Angeklagten und seiner Gestellung vor dieses Gericht. Das Gesetz zur Bestrafung von Nazi und Nazi-Helfern vom 10. August 1950 regelt die Bestrafung von Taten, die vor dem Bestehen des Staates Israel außerhalb des heutigen Staatsgebiets gegen Personen begangen worden sind, die keine israelischen Staatsbürger waren. Das Völkerrecht gestattet eine Ausübung der Staatshoheit durch Bestrafung im vorliegenden Falle nicht. Weder das Territorialprinzip, noch das Schutz- oder Personalprinzip, noch das Weltrechtsprinzip erkennt den hier geltend gemachten Strafanspruch über einen fremden Staatsangehörigen an. Die genannten Grundprinzipien des Völkerrechts sind konzentrierte Erfahrungen. Diese Grundsätze sichern das internationale Zusammenleben und müssen eingehalten werden. Dass es sich bei diesen Regeln nicht um theoretische Spielereien handelt, zeigt hier der praktische Fall. Der Angeklagte wird in seiner Verteidigung praktisch beschränkt. Er ist wirtschaftlich nicht in der Lage, die Zeugen vor Gericht zu bringen. Er kann auch die Zeugen nicht zwingen zu erscheinen. Und die Zeugen, die selbst SS-Offiziere waren, müssen auch für ihre Freiheit befürchten. Sie müssen auch um ihre Sicherheit besorgt sein, wenn sie in Israel vor dem Gericht erscheinen. Servatius hat mit alledem nichts vorgebracht, was das Gericht nicht erwartet hätte. Dass er auch noch das Kidnapping Eichmanns in Argentinien zitieren würde, war ebenso klar vorauszusehen. Damit rief der deutsche Verteidiger natürlich den Generalstaatsanwalt Hausner auf den Plan, der nun in tagelangen Ausführungen den Standpunkt von Servatius als unbegründet und durch das internationale Recht als widerlegt darstellen musste. Die Verteidigung hat erklärt, dass der Angeklagte sich an seine Regierung gewandt habe. Sie möge einen Auslieferungsantrag für Adolf Eichmann stellen, um ihn in Deutschland vor Richter zu stellen. Ich möchte namens der Regierung erklären, dass ein solcher Antrag hier nicht vorliegt und der israelischen Regierung in diesem Augenblick auch nicht vorliegt. Der
Angeklagte steht hier vor diesem Gericht. Niemand will ihn aburteilen, außer dem Staat Israel. Ein gerechter Prozess kann durchgeführt werden, obwohl die Richter die Erinnerung an ihre Leiden hintanstellen müssen. Sie müssen hier Recht sprechen aufgrund der Beweise, die diesem Gericht vorgelegt werden. Und ich möchte das Gericht bitten, in dieser Weise Recht zu sprechen. Ich bin bereit, im geeigneten Falle, nach ich mich von der rechtlichen Zulässigkeit überzeugt habe, dass für diesen Zweck auch alle juristische Unterstützung gewährt wird, die in Israel besteht und in Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik möglich ist. Mit anderen, um auf diese Weise Menschen, die etwas in diesem Fall auszusagen haben, die Möglichkeit haben, vor einem Richter in Deutschland zu erscheinen, um dort vernommen zu werden von Vertretern beider Seiten mit folgendem Kreuzverhör. Und dieses Material wird der üblichen Überprüfung der Glaubwürdigkeit unterzogen werden. Ich werde das Gericht bitten, um genauer zu sein, ich werde die Verteidigung aufzufordern haben, dieses Material als Beweismittel in diesem Prozess vorzulegen. Adolf Eichmann steht hier vor diesem Gericht rechtens aufgrund eines rechtmäßig ausgestellten Haftbefehles. Die Anklageschrift ist ihm, wie es recht ist, vorgelegt worden. Die Anklage ist ebenfalls nach den Gesetzen dieses Landes ausgearbeitet worden und die Taten, deren er angeklagt ist, sind Verbrechen nach den Gesetzen dieses Landes. Man hat ihm Gelegenheit gegeben, seine Verteidigung vorzubereiten. Volle Möglichkeiten werden ihm gegeben werden, sich zu verteidigen, wenn er etwas zu seiner Verteidigung vorzubringen hat. Alle diese Umstände werden in Betracht gezogen werden. Die Umstände, unter denen er hier vor dieses Gericht gebracht wurde, ist eine Angelegenheit, die dieses Gericht hier nicht zu behandeln hat. Um das juristische Vakuum auszufüllen, war es notwendig, unabänderlich notwendig, neue gesetzliche Maßnahmen und neue Grundsätze zu erlassen, die rückwirkend in Kraft gesetzt wurden. Das Hohe Gericht möge sich darüber im Klaren sein, dass wir hier von Grundsätzen sprechen, die bereits fest und niedergelegt worden sind. Wie ich bereits gesagt und erklärt habe, haben die Kulturnationen bereits anerkannt, dass diese Grundsätze eine Art Erbschaft der Menschheit sind. Wenn als die Knesset Israels sein eigenes Gesetz über die Aburteilung der Nazi-Verbrechen erlassen hat, hat sie damit, wenn ich das hier hinzufügen darf, die besondere Bedeutung dieser Verbrechen gegen die Menschlichkeit Rechnung zu tragen gehabt. Und im Erlass dieser Gesetze tun wir einer Pflicht Genüge, einer Menschenpflicht, einer natürlichen Pflicht. Es ist klar, dass die Argumente der Verteidigung höchst künstlicher Art sind. Wenn das Gericht sich diese Verteidigung zu eigen gemacht hätte, dann wäre in einer Diktatur wie Deutschland ja nur ein einziger Angeklagter vor Gericht gestellt werden können, nämlich Hitler selbst, der aber nicht länger existiert.
Daher hätten sich alle anderen Schuldigen darauf hinaus reden können, alle diejenigen, die Verbrechen begangen haben. Wir haben dieses Blut nicht vergossen, denn er hat die Befehle erteilt, wir waren nur seine Soldaten. Ich möchte hier erklären, dass Adolf Eichmann nicht nur ein kleines Rädchen im Getriebe gewesen ist. Wir werden dem Hohen Gericht beweisen, dass er viel mehr verantwortlich gewesen ist für die Einleitung, für die Planung, für die Organisierung und für die Durchführung der Ausrottung der Juden in Europa. Generalstaatsanwalt Hausner hat gegen Eichmann eine Anklage vorgelegt, die zugleich eine Anklage gegen die Untaten des Narzissmus insgesamt ist. Wie, so ist hier vielfach gefragt worden, für alles dies soll also Eichmann verantwortlich gewesen sein. Man wird den Prozessverlauf abzuwarten haben. Doch so viel steht auch ohne jeden Prozess heute schon fest. Auf dem Hintergrund der Unheilsgeschichte des Dritten Reiches hatte Eichmann einen verschwiegenen, aber entscheidenden Platz. Er war verantwortlich für das, was die Männer des Dritten Reiches die Endlösung der Judenfrage, das heißt also für die Ermordung von 6 Millionen Menschen. Er löste sie vom Schreibtisch aus mit Druckknöpfen und Telegrammen, höchst modern und bürokratisch, aber er war verantwortlich. Ich halte dem entgegen, dass der Angeklagte keine Gefahr für die Menschheit darstellt. Er ist mit dem Ende des Hitlerregimes ein friedlicher Bürger geworden. Er hätte das Unglück, einer unmenschlichen Regierung verpflichtet zu sein. Die Gedankenwelt dieser Regierung hat er überwunden. Er ist befreit von seinem Eid, durch den seine Treuverpflichtung missbraucht wurde. Zu dem noch möglichen Konflikt mit der Bundesregierung Deutschland bemerke ich noch, der Angeklagte hat gegen seinen Staat einen Schutzanspruch auf Intervention. Er kann bei Untätigkeit seiner Regierung diese Intervention durch Klage vor dem Verwaltungsgericht fordern und er wird dies tun. In diesem Verfahren begegnen wir auch einem neuen Mördertyp, dem Manne, der das Bluthandwerk vom Schreibtisch aus betreibt und nur selten persönlich eingreift. Zwar ist uns ein Fall bekannt, in dem Adolf Eichmann selber einen jüdischen Jungen zu Tode geprügelt hat, weil er es gewagt hatte, ein paar Früchte von einem Pfirsichbaum in seinem Garten in Budapest zu stehlen. Aber Eichmanns Wort setzte die Vergasungszellen in Gang. Sein Telefonanruf brachte die Eisenbahnzüge nach den Vernichtungslagern ins Rollen. Seine Unterschrift bedeutete das Todesurteil für Tausende und Zehntausende. Und nun, meine Damen und Herren, haben wir 4 deutsche Journalisten, die ihre Zeitungen hier in Jerusalem beim Eichmann-Prozess vertreten, zu uns gebeten in unser kleines Studio im Keller des Kings Hotels. Wir möchten mit Ihnen besondere Aspekte dieses Prozesses erörtern. Dort links darf ich Ihnen zunächst vorstellen Herrn Renz, Chefreporter der Bild-Zeitung, dann Herrn Konrad Ahlers, Ressortchef Innenpolitik Frankfurter Rundschau, dann Herrn Hermann Schreiber, Chefreporter der Stuttgarter Zeitung und Herrn Klaus Bölling, politischen Kommentator des Westdeutschen Rundfunkes. Und nun, meine Damen und Herren, übergebe ich an meinen Kollegen Schier-Grabowski. Und wie Sie ja wissen, wurde in Bonn von der Bundesregierung die Befürchtung geäußert, dass dieser Prozess so eine Welle des deutschen Hasses in die Welt jagen könnte. Welchen Eindruck haben Sie hier gewonnen? Es ist merkwürdig. Ich hatte mit sehr vielen Ressentiments gerechnet. Und ich muss sagen, ich bin fast beschämt, wie wenig Ressentiments vorhanden sind. Ganz im Gegenteil, ich bin sofort in israelische Familien eingeladen worden. Und ich habe hohe Regierungsbeamte gesprochen, die
immer wieder betont hatten, dass Ressentiments nicht mehr vorhanden seien. Man darf natürlich nicht eine solche Bemerkung nicht so verstehen, dass nun, was gewesen ist, vergessen ist. Und nun bitte Herr Allers von der Frankfurter Rundschau. Gewiss ist das Ergreifende hier, die Art und Weise, wie man aufgenommen wird, insbesondere von den aus Deutschland stammenden Juden, nach all dem, was die mitgemacht und erlitten haben. Ich glaube auch nicht, dass es in der Welt einen deutschen Hass geben wird aufgrund dieses Prozesses. Auf der anderen Seite scheint es mir klar zu sein, dass die moralische Position, die wir uns in den Jahren seit 1945 mühsam aufgebaut haben, wieder etwas gedämpft werden wird. Das ist auch kein Wunder nach all dem, was noch zur Sprache kommen wird in diesem Prozess, denn jetzt haben wir ja erstmal, wie schon gesagt, nur die juristischen Präliminarien hinter uns und das eigentliche Schlimme, was uns bevorsteht, wird erst in der nächsten Woche kommen, nämlich dann, wenn der Hauptankläger auf die einzelnen Tatbestände der Verbrechen genau und im Einzelnen eingehen muss. Herr Schreiber von der Stuttgarter Zeitung. Von deutschem Hass kann sicherlich keine Rede sein, jedenfalls nicht hier in Israel. Ich bin auch überrascht und beinahe erschüttert über die Unbefangenheit, mit der man hier über Eichmann und den Prozess gegen ihn diskutieren kann, auf der Straße, in Familien, überall. Und wenn unser Prestige in der Welt leiden sollte, dann müssen wir uns, glaube ich, daran erinnern, dass nicht dieser Prozess daran schuld ist, sondern dass die Verbrechen daran schuld sind, ohne die es diesen Prozess nicht gäbe. Herr Bölling vom Westdeutschen Rundfunk. Ich glaube, dass niemand in diesem Lande Hass gegen Deutschland empfindet. Ich glaube überhaupt, dass Menschen, die durch so viel Leid gegangen sind, wie viele Bürger dieses Staates Israel in den Vernichtungslagern von Auschwitz und Treblinka, gar keinen Hass mehr verspüren können. Ich habe in vielen Gesprächen in den letzten Tagen die Beobachtung gemacht, und diese Beobachtung hat mich ermutigt, dass hier immer unterschieden worden ist, nicht erst seit Eichmann aus Argentinien hierher gebracht worden ist, zwischen den Deutschen und den Menschen, die damals Verantwortung, große Verantwortung auf sich geladen haben, indem sie die Verbrechen begingen, und denen, die objektiv schuldlos sind. Ich bin ein Fachmann aus Bulgarien. Ich finde mich in Freiheits-Israel. Wir haben in Bulgarien gelitten von der SS. Wir waren immer im Lager und die Frauen gehungert zu Hause. Heute finde ich mich in freiem Israel. Der Mischpat Eichmann, wieder wird rauskommen oder aufhängen oder nicht, ist für uns nicht interessant. Die erste Sache ist, dass die Historie wird wissen, was für ein Hund das war und wie die Juden haben gelitten. Die Hauptsache, dass ich finde mich in freies Israel, arbeite frei. Das deutsche Fernsehen hat seine Korrespondenten im Ausland gebeten, über die Reaktionen in ihren Ländern auf den Eichmann-Prozess zu berichten. Heute Abend äußert sich dazu Thilo Koch aus Washington. Der Man in Space, wie man hier sagt, der erste Weltraumflug eines Sowjetmenschen, hat den Eichmann-Prozess auf die zweite Stelle verdrängt. Bevor das so war, sah ich zum Beispiel am vorletzten Sonntag allein an diesem Tage 5 ausführliche Eichmann-Filme im amerikanischen Fernsehen. Man konnte kein Magazin mehr aufschlagen, ohne auf eine ausführliche und grausam illustrierte Eichmann-Story zu stoßen, und auch in der Tagespresse war der Eichmann-Prozess oben an. Man muss, glaube ich, wenn man die Wirkung in den Vereinigten Staaten beschreiben will, sehr genau unterscheiden zwischen New York und dem großen Land überhaupt. In New York ist weiterhin die Aufmerksamkeit sehr stark auf Jerusalem und den Eichmann-Prozess gerichtet. Man muss sich vergegenwärtigen, dass in der Stadt New York allein mehr Juden wohnen als im Staate Israel, über 2 Millionen. New York ist das Zentrum, das amerikanische, für die gesamte Publizität, die großen Zeitungen, Zeitschriften, die Fernsehstationen und Rundfunkstationen, und auch die Filmproduktion solcher Dokumentarfilme liegt in New York. Was Washington selbst angeht, so hatte ich Gelegenheit in der letzten Woche, als Bundeskanzler Adenauer Kennedy sah, festzustellen, dass hier die Wirkung des Eichmann-Prozesses richtig eingeschätzt wird. Das heißt, niemand wirft den Eichmann in einen Topf mit der neuen deutschen Demokratie nach 1945.
Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir noch einige technische Hinweise. Wie Sie wissen, hat das deutsche Fernsehen beim Eichmann-Prozess die beiden Sonderberichterstatter Joachim Besser und Peter Schier-Grybowski mit einem Kameratrupp. Diese liefern uns all diejenigen Bilder, die nicht direkt aus dem Gerichtssaal kommen. In Israel gibt es noch kein Fernsehen, also noch kein Fernsehstudio, und daher muss unser Berichterstatterteam in einem Behelfsstudio arbeiten, das leider nicht schalldicht abzusichern ist. Wir müssen Sie also um Entschuldigung bitten, wenn Sie manchmal bei Gesprächs, Interviews oder Kommentaren störende Autogeräusche und anderen Lärm hören. Nun zur Berichterstattung aus dem Gerichtssaal selbst. Wie die Fernsehfachleute seit einiger Zeit wissen, darf nur eine einzige Fernsehgesellschaft der ganzen Welt direkt im Gerichtssaal filmen, eine amerikanische. Die israelische Regierung hat ihr dieses Monopol gegeben, wohl in der Annahme, dass sehr viele Kameras im Gerichtssaal den Prozess stören und die Würde des Gerichts beeinträchtigen könnten. Diese amerikanische Gesellschaft hat ihre Kameras an festen Punkten einbauen müssen. Das verhindert, dass es eine sehr große Abwechslungsmöglichkeit in der Bildauswahl gibt. Daher sehen Sie sehr häufig die gleichen Bildeinstellungen. Wir können diese Bildauswahl genauso wenig beeinflussen, wie es irgendeine andere Fernsehstation kann, mit Ausnahme eben der Firma mit dem Monopol. Diese Firma zeichnet auf einem Magnetfilm, der leider ein anderes Liniensystem hat als das bei uns verwendete. Dies muss also umgesetzt, umkopiert werden für uns, und das bedeutet automatisch einen Verlust an Bildqualität und einen Verlust an Zeit. Diese Operation findet in London statt. Bedenken Sie die Entfernungen Jerusalem, London, Hamburg, die technischen Zeitverluste und auch, dass sich die Flugverbindungen natürlich nicht nach unseren Sendezeiten richten. Wir können also nie Prozessbilder vom Sendetag zeigen, oft nicht einmal die vom Tag davor. Das verhindert also, dass wir Ihnen aktuelle, allerletzte Bilder zeigen, aber das streben wir auch gar nicht an. Wir können nur versuchen, für Sie Höhepunkte des Prozesses in Wort und Bild zusammenzustellen, Ihnen ein Zeitdokument zu liefern, von dem es absurd wäre zu sagen, es sei nach 3 Tagen schon veraltet. Noch dazu bei einem Prozess, der für uns so wichtig ist wie dieser. Lassen Sie mich schließlich noch sagen, dass Sie aus dem Gerichtssaal nicht die Stimmen der beteiligten und auftretenden nichtdeutschen Persönlichkeiten hören, sondern die der beim Prozess tätigen Übersetzer. Und nun zu unserem Sonderbericht. In diesem Kloster ist eine große Projektionsleinwand aufgestellt und das Publikum aus Jerusalem hat Gelegenheit, hier den Eichmann-Prozess zu verfolgen. Aufnahmen, wie die Bürger aus Jerusalem sich anstellen, um in diesen Saal Einlass zu finden. Man sieht, wie die Leute hineinstürmen, hineinstürzen. Es gibt sonst in Jerusalem kaum eine Möglichkeit, diesen Prozess also auf einer Fernsehleinwand zu verfolgen. Allerdings sitzen die Menschen dicht geballt vor den Lautsprechern, aber hier möchten die Juden den Mörder ihres Volkes einmal sehen, ihm ins Auge schauen. Die neue Verhandlungswoche, die zweite dieses Prozesses, begann damit, dass sich das Gericht für zuständig erklärte und die Einwände des Dr. Servatius, dieses Gericht aus Bürgern Israels könne nicht objektiv urteilen, ablehnte. Oberrichter Landau sagte: Die Richter sind Berufsrichter, die gewohnt sind, Beweismittel zu prüfen. Wo immer Richter ihre Pflicht tun, sind sie zwar Menschen von Fleisch und Blut, aber das Gesetz befiehlt jedem Richter, seine Gefühle und Empfindungen zu beherrschen. Denn sonst wäre kein Richter in der Lage, in einem Strafprozess zu richten, wo er Abscheu empfinden muss vor Taten,
wie Verrat, Mord und anderen schweren Verbrechen. Wir sprechen unsere Hochachtung aus für die Arbeit des Verteidigers und des Anklägers und für den hohen Rang ihrer Argumentation. Nach eingehendem Studium aller Argumente sind wir jedoch zu dem Ergebnis gekommen, dass die Einwände des Verteidigers zurückgewiesen werden müssen. Was die Frage der Zuständigkeit dieses Gerichtes betrifft, so werden wir darauf in unserem Urteil am Ende des Prozesses noch zurückkommen. Damit waren die Würfel gefallen. Der Versuch des Verteidigers, dem israelischen Volk den Prozess in letzter Minute aus der Hand zu winden, war gescheitert. Dann musste Eichmann aufstehen und zu den 15 Punkten der Anklageschrift 15 Mal sein schuldig oder nicht schuldig sprechen. Ha'im atamodeh, in dem ersten Anklagepunkt, im Sinne der Anklage nicht schuldig. Ha'im atamodeh, plead guilty or not guilty to the 10th count? Im zehnten Anklagepunkt schuldig oder nicht schuldig? Im Sinne der Anklage nicht schuldig. In the spirit of the indictment, not guilty. Eichmann setzte sich und Generalstaatsanwalt Hausner begann seine große Anklagerede. Er gab nur Anordnungen und Befehle, aber aufgrund dieser seiner Befehle stürzten sich Uniformierte auf die Juden, um sie aus ihren Wohnsitzen zu vertreiben, um sie zu schlagen und zu quälen, in Ghettos zu pferchen und sie mit Schandmalen zu zeichnen. Eichmann selbst bezeichnet sich heute als einen gewissenhaften Menschen, einen unbedeutenden Bürokraten. Für ihn war ein Ausrottungsbeschluss nur ein Stück Papier, dessen Inhalt es auszuführen galt. Aber er selbst ist es, der diesen Inhalt geplant, seine Ausführung betrieben und organisiert hat und der andere angewiesen hat, dieses Meer von Blut zu vergießen und alle Mittel des Mordens, des Raubens und der Folter anzuwenden. Er beaufsichtigte die Ghettos und Vernichtungslager. Seine Stellung im Reichssicherheitshauptamt war einmalig. Er konnte seine Vorgesetzten übergehen und direkt mit Himmler verhandeln. Wir werden Dokumente vorlegen, die beweisen, dass in Angelegenheiten der Juden das Reichssicherheitshauptamt identisch war mit Adolf Eichmann. Hier im Gerichtssaal zu Jerusalem sind Taten geschildert worden, die im Namen Deutschlands und damit in unser aller Namen geschahen. Taten, die man kaum mit Worten beschreiben kann und die in diesem Ausmaß zusammenfassend noch nie dargestellt worden sind. Ich zitiere einen Augenzeugen der Erschießung in Dubno. Die von den Lastwagen abgestiegenen Menschen, Männer, Frauen und Kinder jeden Alters, mussten sich auf Aufforderung eines SS-Mannes, der in der Hand eine Reit- oder Hundepeitsche hielt, ausziehen und ihre Kleidung nach Schuhen, Ober- und Unterkleider getrennt an bestimmten Stellen ablegen. Man sah Schuhhaufen von schätzungsweise 800 bis 1000 Paar Schuhen, große Stapel mit Wäsche und Kleidern. Ohne Geschrei oder Weinen zogen sich diese Menschen aus, standen in Familiengruppen beisammen, küssten und verabschiedeten sich und warteten auf den Wink eines anderen SS-Mannes, der an der Grube stand und ebenfalls eine Peitsche in der Hand hielt. Die Grube war dreiviertel voll. Schätzungsweise lagen darin bereits 1000 Menschen. Der Schütze, ein SS-Mann, saß am Rand der Schmalseite der Grube auf dem Erdboden, ließ die Beine in die Grube herabhängen, hatte auf seinen Knien eine Maschinenpistole und rauchte eine Zigarette. Und diese Berichte gingen nach Berlin. Eichmann konnte sich daher fortlaufend von der Durchführung seines blutigen Handwerks im Osten überzeugen. Den Frauen wurde das Haar abgeschnitten, Goldzähne wurde ausgerissen. Man fand später Bescheinigungen über 9 Kisten Gold und Wertsachen, die von Majdanek ins Reich geschickt wurden. Die Sterblichkeit im Lager war erschreckend, etwa 180 am Tag. Kinder starben wie die Fliegen. Dies war die Gruppierungsordnung in Majdanek. Männer rechts, Frauen links, Kinder und alte Leute in der Mitte. Mütter, die ihre Kinder festhielten, wurden mit Peitschenhieben von ihnen abgetan.
Sie werden die Aussagen einer Frau hören, die ihr kleines Kind festhielt und nicht loslassen wollte, woraufhin ein SS-Mann an das Kind herantrat, es mit dem Kopf auf den Boden aufschlug und dann der Mutter den blutigen Leichnam des Kindes mit den Worten überreichte: Jetzt nimm dein Kind! Es gab Fälle, in denen kleine Kinder vor den Augen der vor Grauen wahnsinnig werdenden Mütter mit den Händen in Stücke zerfetzt wurden. Nur an einem Ort in Majdanek wurden Kinder sanft behandelt. An der Schwelle der Gaskammern gab man jedem einen Bonbon. Die Häftlinge waren praktisch sämtlichen SS-Leuten im Lager preisgegeben, die sie nach Belieben töten oder misshandeln konnten. Männer und Frauen wurden nackt ausgezogen und einer hinter dem anderen in langen Reihen in die Gaskammern geführt. Auch hier wurden alte Leute und Kinder separat erschossen, damit sie die in die Gaskammer Marschierenden nicht störten. Sobibor war das Grab für Juden aus Polen, Holland, der Tschechoslowakei, Österreich und Frankreich. Auch hier wurden Besitzstücke geraubt, Zähne ausgerissen und Haare abgeschnitten. Die Züge erreichten Belzec ebenso wie andere Lager, nachdem bereits viele der Deportierten infolge von Durst und Entkräftigung unterwegs ihr Leben ausgehaucht hatten. Die Transporte umfassten je 10 bis 60 Waggons. Stellen wir uns einen solchen Transport vor, der mit 6.700 Menschen aus Lwów ankam. Die SS und ihre Helfer, die Ukrainer, waren schon am Bahnhof. Dieses ist die Beschreibung. Die Wagentüren öffnen sich und die Menschen werden unter Peitschenhieben herausgetrieben. Über dem Lautsprecher werden Befehle gegeben, alle Kleider und Gepäck abzugeben, auch Prothesen und Brillen. Geld und alle Gegenstände von irgendwelchem Wert sind am Wertsachenschalter abzugeben. Frauen und Mädchen werden zum Friseur geschickt, der ihnen mit zwei Scheren schnitten, das Haar nimmt und in Kartoffelsäcken sammelt. Danach beginnt der Marsch. Rechts und links Stacheldraht, dahinter Ukrainer mit Gewehren, Männer, Frauen, Mädchen, Kinder, Säuglinge, Leute ohne Bein, alle nackt wie am Tag ihrer Geburt, ziehen vorbei. An der Ecke vor dem Eingang in das Gebäude steht ein SS-Mann, der lächelnd und in salbungsvollem Ton verkündet: Es geschieht euch nichts Böses. Ihr müsst tief einatmen, das stärkt die Lungen. Das Inhalieren ist zur Desinfizierung nötig. Jemand fragt ihn, was mit den Frauen geschieht. Und er antwortet, dass die Männer natürlich arbeiten müssen. Straßen und Häuser bauen. Die Frauen brauchen nicht zu arbeiten, aber wenn sie wollten, könnten sie mit Küchen und Hausarbeit helfen. In einigen regt sich Hoffnung. Lange genug, um ohne Widerstand zur Todeszelle zu gehen. Die meisten aber kennen ihr Schicksal genau. Der alles durchdringende, schreckliche Gestank verrät die Wahrheit. Sie haben ein paar Stufen heraufzugehen und sehen schon alles. Nackte Mütter halten noch schweigend den Säuglinge an der Brust. Zahllose Kinder jeden Alters gehen nackt mit ihnen. Sie stocken. Aber sie gehen in die Todeszelle, die meisten, ohne ein Wort zu sagen. Sie werden vorwärts gedrängt von denen hinter ihnen, die ihrerseits von den Peitschen der SS-Leute angetrieben werden. Eine Frau von etwa 40 Jahren flucht den Mördern und ruft das Blut ihrer Kinder über ihr Haupt. Der SS-Hauptmann wird, schlägt ihr persönlich mit der Peitsche 5-mal ins Gesicht. Und sie verschwindet in der Gaszelle. Viele beten. Die SS-Leute drängen die Menschen in die Zellen. Dicht zusammen, befiehlt Hauptmann Wirt. Die nackten Menschen treten sich gegenseitig auf die Füße.
Sie stehen 700 bis 800 Mann auf circa 25 Quadratmetern. Die Türen schließen sich. Der Rest wartet. Nackt. Auch im Winter müssen sie nackt und bloß warten. Der Diesel aber will nicht arbeiten. 50, 70 Minuten vergehen. In der Todeszelle stehen die Menschen. Man hört ihr weinen. Erst nach 2 Stunden und 49 Minuten fängt der Diesel endlich an zu arbeiten. 25 Minuten verstreichen. Viele sind inzwischen tot, wie man durch die Glasscheiben der Fenster sehen kann. Aber auch noch nach 28 Minuten sind noch einige am Leben. Erst nach 32 Minuten ist alles vorbei. Wir alle sind in diesen Tagen tief erschüttert von der Darstellung, die Generalstaatsanwalt Hausner über die Untaten des nationalsozialistischen Regimes gegeben hat. Wir sind deshalb besonders dankbar dafür, dass heute 2 israelische Gäste in unser kleines Behelfsstudio zu uns gekommen sind. Es sind Frau Vera Eliaschief und Herr Mendelssohn. Frau Eliaschief, ich möchte Sie herzlich bitten, dass Sie sich unseren Hörern in Deutschland zunächst selbst einmal kurz vorstellen. Ja, ich bin die parlamentarische Korrespondentin der hebräischen Gewerkschaftszeitung der WAR. Waren Sie denn immer in Israel oder wie war Ihr Schicksal vor dieser Zeit? Ich bin im 48 nach Israel gekommen. Ich bin in Litauen, in Kovno geboren. War im Kovno Ghetto und später in Stutthof. In einem deutschen Konzentrationslager also. Und Herr Mendelssohn, können Sie uns eine kurze Biografie geben? In 3 Worten. Bin 43 Jahre alt, heute Journalist, Berlin geboren, seit 1934 hier in Israel. Wie reagiert man hier in Israel auf den Eichmann-Prozess, auf die Vorberichte? Vielleicht ist es gewissermaßen noch früh, sich darüber auszudrücken. Aber ich glaube, denn ich habe so ein Gefühl, dass das jüdische Volk vielleicht das Hassen verlernt hat. Und es gibt eine gewisse Adischut. Uninteressiertheit? Nein. Nein. Dass es das Hassen verlernt hat. Und manchmal denke ich daran nach, dass das Christentum doch die Juden hasst, nur weil ein paar von denen mal mit dem Mord von einem Menschen, jedenfalls damals war er ein Mensch, etwas zu tun hatten. Und die Juden haben sich vielleicht so an das Verfolgen gewöhnt, dass sie das vielleicht das richtige Hassen abgelernt haben. Und vielleicht in diesem Sinn wird der Eichmann-Prozess irgendeinen Wert haben. Ja, aber soll ich das so verstehen, Frau Eliaschief, dass Sie wünschen, dass das jüdische Volk hassen lernt? Nein, verstehen Sie mich nicht so. Ich bin nur dagegen, und ich denke, man soll dagegen sein, dass das jüdische Volk oder ja, das ganze jüdische Volk vergisst, was ihm passiert ist. Ich denke, dass der Wert oder no, die Aufgabe. Eine der Aufgaben dieses Prozesses ist, das Nazi-Regime und alles, was Eichmann mit sich verkörpert, in ein gewisses Symbol zu machen und es für eines der gemeinsamen Symbole der jüdischen Vergangenheit und der jüdischen Solidarität machen. Ja. Nur ich möchte mal ein bisschen was einwerfen. Ich glaube, es ist nicht nur eine Frage des jüdischen Volkes, sondern ich glaube, es ist eine Frage der Moralitätswerte der Welt, die nicht nur auf die Juden hin Bezug haben. Ich denke, es ist jedenfalls sehr wichtig, dass die Welt sieht, oder, wohin der Mensch eigentlich hin kann, wenn er nicht die Hemmungen und sagen wir Hemmungen in das gewisse Ort hinstellt. Aber ich sehe noch einen Wert bei diesem Gericht. Und es klingt vielleicht ein wenig chauvinistisch, aber ich denke, es ist doch wichtig, es heute zu bemerken. Eine der Bedingungen, die es erlaubt haben, dass dem Judentum passieren soll, was passiert hat in Deutschland und in den Ländern und in den Okkupationsländern, war, dass keine organisierte Macht
keine organisierte Kraft eine Stimme dagegen erhoben hat. Ich denke, dass der Fakt, dass dieses Prozess im Staat Israels stattfindet, zeigt der ganzen Welt, dass jüdisches Blut ist nicht mehr Opfer? Ein Opfer? Ein freies Opfer. Ja, ein Freiwild? Freiwild. Freiwild. Und dass eine organisierte Macht, vielleicht nicht sehr groß, aber eine organisierte Macht hinter ihm steht. Ich habe die Befürchtung, dass dieser Prozess das deutsche und israelische Volk auf unabsehbare Zeit auseinanderbringen kann, während man eigentlich doch hoffen möchte, dass er heilende Wirkungen ausübt. Herr Mendelssohn, welches ist Ihre Meinung dazu? Es ist schwer zu prophezeien, was herauskommen wird, aber man soll auch nicht vorgreifen. Ich würde annehmen, man könnte Eichmann seine Krankheit bezeichnen. Krankheitsprozess, der die ganze Welt umfasst hat, angesteckt hat. In dem Prozess jetzt rollt die Krankheit noch einmal ab, ohne dass der Körper selber betroffen wird. Und es bestehen womöglich gute Chancen zu einer Heilung. Ob das zu einem endgültigen Verstehen kommt, bleibt abzuwarten. Das deutsche Fernsehen hat wieder zwei seiner Auslandskorrespondenten gebeten, die Reaktionen in ihren Ländern auf den Eichmann-Prozess zu beschreiben. Heute Abend Eberhard Schütz aus Paris und Peter Scholl-Latour aus Leopoldwil. Für die Afrikaner südlich der Sahara ist der Eichmann-Prozess keine wirkliche Sensation und keine echte Aktualität. Die Afrikaner betrachten das, was in Europa vor 1945 geschehen ist, schon etwas als Prähistorie und sind nicht unmittelbar dadurch berührt. Man könnte nun meinen oder sollte annehmen, dass die Afrikaner mit jedem Volk sich solidarisch fühlen, das verfolgt worden ist, das diskriminiert worden ist. Aber man darf nicht vergessen, dass in den Augen der Afrikaner Eichmann ein Europäer ist und die Juden, die von ihm verfolgt wurden, auch Weiße sind. Und für die Afrikaner ist die Frage der Rassendiskriminierung eine Frage der Haut, eine Frage der Hautfarbe. Und deshalb fühlen sich selbst die schwarzen Intellektuellen, die interessiert sein könnten an der Frage, nicht direkt durch den Eichmann-Prozess berührt. Für die französische Öffentlichkeit gibt es zwei Orientierungspunkte. Zunächst einmal möchte man vergessen, man möchte sich verständigen mit der Bundesrepublik, mit der Bundesrepublik Adenauers, umso mehr, als man ja doch auch ein schlechtes Gewissen hat, denn in der Pétain-Zeit gab es ja doch viele französische Kollaborateure, die an der Organisierung der Judenvernichtung Anteil genommen hatten. Der zweite Punkt, die französische kommunistische Partei, die ja immerhin bis zu 30% der Wählerstimmen mobilisieren kann, greift natürlich den Eichmann-Prozess auf, wie alles, was gegen die Bundesrepublik im Sinne des Kommunismus überall in der Welt auszuschlachten ist. Und da gibt es nun in Frankreich einen gewissen Widerstand, gerade weil die Kommunisten es ausschlachten, möchte man nicht in dieses Fahrwasser geraten und man hält sich zurück zu unseren Gunsten, vielleicht unverdient. Im Allgemeinen, meine Damen und Herren, finden die Begegnungen zwischen Juden und Deutschen in Jerusalem nicht in einem improvisierten und geräuschvollen Fernsehstudio statt. Wer guten Willens ist, kann hier in Jerusalem immer Gelegenheit finden zu einem Gespräch mit Juden. Erst gestern hatten wir einer Einladung des israelischen Presseamtes Folge geleistet, Gelegenheit bei einer israelischen Familie zu weilen. Und als uns die Hausfrau am Eingang begrüßte, sprachen wir nur Englisch. Plötzlich trat ein etwas rundlicher Herr auf mich zu, begrüßte mich im perfekten Deutsch, nahm mich an der Hand und führte mich und meine Kollegen in die Ecke eines Salons und fragte, was wünschen Sie zu trinken? Wermut? Gut. Ich habe eine Frage an Sie, sagte der etwas rundliche Herr. Ich stamme aus Mainz und bin 1936 nach Palästina ausgewandert. Und stellen Sie sich vor, jetzt, vor wenigen Tagen, habe ich nach 7-jährigen Bemühungen
meinen Wiedergutmachungsantrag von der Bundesrepublik bewilligt bekommen. 7 Jahre, sagte ich etwas skeptisch. 7 Jahre, so lang dauert es, bis die Bundesrepublik einen Wiedergutmachungsantrag bewilligt. Lange, sagte der etwas rundliche Herr. Ich bin froh, dass alles durchgegangen ist, denn ich hatte doch keine Unterlagen, keine Dokumente, gar nichts in der Hand. Und die Bundesrepublik verlangte einen Zeugen. Und stellen Sie sich vor, mein Rechtsanwalt hat einen Zeugen aufgetrieben. Es ist ein alter Freund von mir, ein Deutscher aus Mainz, der erst vor nicht allzu langer Zeit aus russischer Gefangenschaft zurückgekehrt ist. Und jetzt ist es dann schnell gegangen, es hat alles geklappt. Und stellen Sie sich vor, ich habe sogar schon das Geld. Und jetzt, meine Herren, habe ich eine Frage an Sie. Was werde ich mit dem Geld machen? Können Sie das erraten? Ich dachte etwas nach und sagte, natürlich, Sie werden sich ein kleines Geschäft in Jerusalem eröffnen. Nein, ich will wieder nach Deutschland zurück. Aber wissen Sie, und da zögerte der etwas rundliche Herr, sah mich scharf an und sagte, aber wissen Sie, aber Sie als Journalist, Sie müssen mir die Wahrheit sagen, ungeschminkt. Sie müssen es nämlich wissen. Ja, bitte. Kann man als Jude wieder nach Deutschland gehen? Man kann, sagte ich. Dies, meine Damen und Herren, ist der erste Band jenes sechsbändigen Werkes, das die israelische Regierung soeben herausgegeben hat und das die Vernehmung, die mündliche Vernehmung auf Tonband von Adolf Eichmann enthält. Wir haben nun in unserem Studio als Gast den Pressechef der israelischen Regierung, Herrn David Landau, den ich herzlich begrüße und der uns einiges über dieses dickleibige Konvolut sagen wird. Herr Landau, sind diese Seiten, diese 3.564 Seiten, die hier vor uns liegen, nun das, was die Öffentlichkeit bisher als das Eichmann, als die Eichmann-Memoiren angesehen hat, oder was ist das? Nein, nein, Herr Doktor, das sind nicht die Memoiren. Das ist die Aussage Eichmanns, die er in seinem Polizeiverhör gemacht hat. Aha. Wir haben aber immer bisher geglaubt, dass aus den Pressenachrichten, die bisher zu uns drangen, dass er im Gefängnis saß und gleichsam alles selbst niederschrieb. Nein, nein, er hat einige Seiten selbst niedergeschrieben und sie dann später ins Mikrofon diktiert. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist das die Aussage, die er vor dem Polizeihauptmann Less im Gefängnis gemacht hat. Aha. Und es existiert also nun nicht etwa, wie ich bisher immer glaubte, etwa noch ein zweites Werk dieser Art, nochmal mit 3000 geschriebenen Seiten. Nein, nein, davon kann keine Rede sein. Gar nichts. Dies ist also alles, was er nun in der Zeit seiner Gefangenschaft von sich gegeben hat. Das stellt sein ganzes Verhör dar. Aha, aha. Und nun, Herr Landau, warum hat sich die israelische Regierung entschlossen, diese Bände den Journalisten aus allen Teilen der Welt zu übergeben? Sie wissen, Herr Doktor, und ich nehme an, dass auch Ihre Hörer oder Zuseher wissen, dass der Prozess öffentlich geführt wird. Dass er nicht nur öffentlich geführt wird, sondern dass etwa 500 Journalisten aus ungefähr 40 Ländern diesem Prozess beiwohnen. Nichtsdestoweniger gibt es merkwürdigerweise nach wie vor Gerichte, dass wir der Öffentlichkeit gewisse Dinge vorenthalten wollen. Nun bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es vielleicht der allerbeste Weg ist, der Öffentlichkeit zu zeigen, dass wir nichts zu verheimlichen haben, dass wir die ganze und die völlige Wahrheit der Welt vorlegen wollen. Und das kann doch am allerbesten dadurch gemacht werden, dass wir alles das, was Eichmann freiwillig während seines Verhörs gesagt hat, in dieser Form der Welt zur Kenntnis bringen. Ja. Und haben Sie die Absicht, dieses Geständnis Eichmanns noch in anderer Form vielleicht als Weißbuch oder als Buch überhaupt? Nein, nein, davon kann keine Rede sein, nicht wahr? Dieses Verhör wurde letzten Endes für das Gericht gemacht. Mhm. Aber darüber hinaus, nachdem es schon im Gericht vorgelegt worden ist und damit also quasi öffentliches Eigentum ist, ja, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es ganz gut wäre, wenn man es auch den Journalisten zugänglich machen würde. Ja, die haben sicherlich viel mehr gelesen als jetzt im Gerichtssaal vorgespielt werden konnte. Ja, ja. Und dann fuhr ein Lastwagen vor, der ganz geschlossen war, wovon die Türen aufgemacht wurden, und fuhr gewissermaßen bis an eine Rampe ran. Und da mussten jetzt nun die nackten Juden reingehen. Da wurde der Wagen zugemacht
mir los. Wie viele Menschen fasste der Wagen? Ich weiß es nicht genau zu sagen. Ich habe nicht einmal genau zusehen können. Ich habe nicht hingeschaut. Ich fuhr dann den Wagen nach. Ja, sage ich, das Entsetzlichste, was ich in meinem Leben bis dahin gesehen hatte. Die Türen wurden aufgemacht und heraus wurden Leichen geworfen. Als ob sie noch lebten, so geschneidet waren die Glieder. Ich sehe da noch, wie ein Zivilist mit einer Zange Zähne rauszieht und dann bin ich abgehauen. Weder in Auschwitz angesehen, noch irgendwo anders. Nur in Minsk kam ich dazu, wie geschossen worden ist. Schon alleine das Brennen der Leichen hat in mir ein Gefühl hervorgerufen, ich war dem nicht gewachsen. Ich war mein ganzes Leben an Gehorsam gewöhnt gewesen, von der Kindesstube angefangen. Ein Gehorsam, der sich in den Jahren der Zugehörigkeit zur SS, zum Kadavergehorsam, zum bedingungslosen Gehorsam entwickelte. Grundsätzliches, Entscheidendes an den Geschehen von 1935 bis 1945 stand mir zu keinem Zeitpunkt während dieser 10 Jahre zu. Dazu war ich dienstgerad und dienststellungsmäßig in einer viel zu niederen Position. Trotz allem weiß ich natürlich, dass ich meine Hände nicht in Unschuld waschen kann. Diejenigen, die planten, entschieden, anordneten und befahlen, haben sich durch Selbstmord der Verantwortung wild entzogen. Obgleich an meinen Händen kein Blut klebt, werde ich sicherlich dabei ebenfalls zum Mord schuldig gesprochen werden. Aber wie dem auch sei, ich bin innerlich bereit, auch persönlich für das furchtbare Geschehen zu sühnen. Und ich weiß, dass mir die Todesstrafe bevorsteht. Ich bitte auch gar nicht um Gnade, denn es steht mir nicht zu. Ja, wenn es einen größeren Akt der Sühneleistung bedeutet, bin ich bereit, als abschreckendes Beispiel für alle Antisemiten der Welt, mich selbst öffentlich zu erhängen. Bei Beginn der Sitzung hatte Polizeihauptmann Less betont, dass Eichmann vor Abgabe seiner auf Tonband aufgenommenen Erklärungen von dem Leiter des Vernehmungsstabes gewarnt wurde, dass die Aussagen, die er abgeben würde, auch gegen ihn verwendet werden könnten. Eichmann erklärte sich dieser Tatsache bewusst. Nachdem Polizeioffizier Less festgestellt hatte, dass Eichmann in keiner Weise bedroht oder zur Aussage gezwungen wurde, konnten dem Gericht die Tonbandaufnahmen, die Eichmann gegengezeichnet hatte, vorgeführt werden. Am Mittwoch vergangener Woche wurde nur am Vormittag gegen Adolf Eichmann verhandelt. Menschen aus allen Teilen des Landes strömten nach Jerusalem, um hier den 13. Jahrestag der Unabhängigkeit Israels zu feiern. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten des Unabhängigkeitstages stand die Militärparade. Die Tribünen, die 20.000 Personen aufnehmen konnten, waren schon vor Beginn des Defilés überfüllt. Die Parade wurde von Polizisten auf Motorrädern eingeleitet. Es folgten Panzer. Zum ersten Mal sah man die Centurion-Tanks. Nachdem das Dröhnen der Panzerwagen verhallt war, begann die Infanterie, angeführt von 48 Fahnen, ihren Aufmarsch. Insgesamt marschierten 20 Gruppen von je 104 Mann in 6er-Reihen auf, darunter die Schüler der verschiedenen Offiziersakademien, Pioniertruppen und eine Vertretung der Frauenformationen der israelischen Armee. Fallschirmjäger, Funkverbände, Polizei, Musikkapellen und zwischen den verschiedenen Einheiten nochmals Fahnenträger. Der Aufmarsch dauerte wie vorgesehen genau eine Stunde. Während der Feierlichkeiten hatte man kaum ein Wort über Eichmann gehört, der nur wenige hundert Meter entfernt, scharf bewacht in einer Zelle des Gerichtsgebäudes, auf die Fortsetzung seines Prozesses wartete. In seiner Anklagerede hatte Generalstaatsanwalt Hausner die Tragödie und den Untergang des europäischen Judentums geschildert und mit einem erschütternden Nachruf auf die verschollene jüdische Welt von gestern auch das deutsch-jüdische Verhältnis vor der Nazizeit eingehend geschildert und gewürdigt. Die Beziehungen zwischen Judentum und Deutschland sind ein tragisches Kapitel der Menschengeschichte. Dennoch hatte das jüdische Volk zu Deutschland eine besonders innige Beziehung. Es schuf seine Volkssprache, das Jiddische, im Anschluss an das Deutsche und nahm sie in alle anderen Länder, nach Polen, Russland und sogar nach Übersee mit. In deutscher Sprache verfasste Herzl seine klassischen zionistischen Schriften. Deutsch wurde auf den Zionistenkongressen gesprochen. Deutsch wurden Meisterwerke jüdischer Geschichte und jüdischen Denkens verfasst.
Auch in anderen europäischen Ländern schlugen die Juden Wurzeln und nahmen geachtete Stellungen ein. Aber nirgendwo taten sie dies mit solcher Begeisterung wie in Deutschland. Karl Marx und Ferdinand Nassal schufen den deutschen Sozialismus, der ein weltweites Echo fang. Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges eilten die deutschen Juden mit glühendem Patriotismus zu den Fahnen. Der greise Philosoph Hermann Cohen trat aus seiner akademischen Abgeschlossenheit hervor und rief zum höchsten Einsatz für Deutschland auf. Fritz Haber widmete sich hingebungsvoll dem chemischen Dienst und erfand den Luftstickstoff, der für die deutsche Kriegsanstrengung von Nutzen war. Die deutschen Juden waren stolz auf jeden Soldaten und Offizier, der eine Auszeichnung bekam. Nach der Niederlage arbeiteten Juden am Wiederaufbau des Landes mit. Walter Rathenau wurde Wirtschaftsminister und später Außenminister und leistete Großes für Deutschland. Der Jude Hugo Preuß entwarf als Innenminister die Weimarer Verfassung, einer der fortschrittlichsten Verfassungen Europas. Aber alles dies rief bei den Nationalsozialisten nur Wut hervor. Rathenau fiel nationalsozialistischen Verschwörern zum Opfer. Der jüdische Beitrag zum deutschen Leben wurde als fremdes Gewächs verschrien, das man ausroden müsse, und war ein beliebtes Thema für Herzkampagnen. Vom jüdischen Standpunkt aus war die europäische Judenheit am Vorabend der Katastrophe das Herzstück der Nation. Weitaus die meisten jüdischen Geistesgrößen und Führer lebten dort oder stammten von dort. Von dort zogen die frühen Pioniere nach Palästina, die Menschen der ersten und zweiten Einwanderungswelle, die Grundsteinleger des Staates. Von dort kamen Träumer und Kämpfer, die Gestalter der Lebensform, der Denkungs- und Wesensart der neuen Juden. Die Millionen, die vernichtet wurden, warteten auf ihren Staat, den zu sehen ihnen nicht vergönnt war. Adolf Eichmanns Schuld besteht in der Planung, Initiierung, Organisierung und Verübung der in der Anklageschrift aufgeführten Verbrechen. Wir werden seine Schuld als Planer, Initiator, Organisator und Verüber des als die Endlösung der Judenfrage bezeichneten Verbrechens beweisen, seinen direkten Anteil an der Verwirklichung dieses verbrecherischen Planes, seinen Anteil als Beauftragter zu seiner Durchführung, wobei er sie dirigierte und die Befehle erteilte, und ebenso seinen Anteil als Komplize und Helfer bei der Ausführung des Planes durch andere. Er war der Grundpfeiler des kriminellen Komplotts zur gänzlichen oder teilweisen Vernichtung des jüdischen Volkes. Ich fürchte, dass es uns selbst nach Vorlage des gesamten Materials und aller uns zur Verfügung stehenden Beweise nicht gelingen kann, ein adäquates Bild der ungeheuren menschlichen und nationalen Tragödie zu entwerfen, die die Judenheit dieser Generation heimgesucht hat. Adolf Eichmann wird ein Recht haben, das er keinem seiner Opfer zugestand. Er wird sich vor Gericht verteidigen können. Sein Schicksal wird nur auf gesetzlicher Basis entschieden werden und aufgrund von Tatsachen, die die Anklagebehörde beweisen muss. Die Richter in Israel werden ihr Urteil nach Wahrheit und Gerechtigkeit fällen. Der Schauplatz der furchtbaren Ereignisse, die Gegenstand des Eichmann-Prozesses jetzt sind, ist Polen. Kein Wunder darum, dass in Polen das Interesse für diesen Prozess, mehr noch das persönliche Mitgefühl des überwiegenden Teiles der Bevölkerung zu spüren ist. Es gibt kaum jemanden in Polen, der nicht Auschwitz genau kennt. Polen ist das Land, das nach Israel wahrscheinlich am meisten gelitten hat unter dem, wofür Eichmann jetzt zur Verantwortung gezogen wird. Und Polen ist das Land, das während der ganzen vergangenen Jahre gezeigt hat, dass es ebenfalls wie kein anderes Land sich fürchtet,
davor. Ähnliches könne sich wiederholen oder Reste dessen, was Eichmann repräsentiert, könnten noch in der Welt bestehen. Die polnische Presse berichtet sehr ausführlich über den Eichmann-Prozess. Natürlich unterbleibt es in diesem Zusammenhang auch nicht, dass der Eichmann-Prozess und alle Gefühle, die in diesem Zusammenhang wieder neu hochkommen, dazu genutzt werden, auch Sentiments gegen die Bundesrepublik und gegen politische Persönlichkeiten in der Bundesrepublik zu nutzen. Der Eichmann-Prozess ist aber, abgesehen von diesen vielleicht politisch-propagandistischen Absichten, ganz sicher für die Mehrheit der Polen eine sehr persönliche und sehr ehrlich empfundene Sorge. Es könne sich Ähnliches wiederholen. Und nun zum größten und fürchterlichsten der Vernichtungslager, Auschwitz. Dieser Todesfabrik für Millionen, die als Symbol des Grauens und der Schande in die Menschengeschichte eingegangen ist. Das Auschwitzer Strafsystem hätte sich die grausamsten Barbaren der Geschichte nicht zu schämen gebraucht. In Auschwitz schüttete man Menschen Wasser in die Ohren, riss ihnen die Nägel aus, ließ sie Hunger leiden, bis sie wahnsinnig wurden. In einem Bunker für zur Hungerstrafe Verurteilte fand man einen Häftling tot und seiner Seite über ihm ein anderer, ebenfalls toter Häftling, nachdem es ihm gelungen war, dem Vorigen die Leber herauszureißen. Und so hatte ihn der Tod ereilt, während er die Leber eines anderen Menschen raubte. Ein Beitrag des Nationalsozialismus zur europäischen Kultur, die Wiedereinführung des Kannibalismus im 20. Jahrhundert. In Holland stießen die Nazis zunächst auf den Widerstand der einheimischen nichtjüdischen Bevölkerung gegen die Gräueltaten, die an den Juden begangen wurden. Nach einer Jagd auf die Juden in Amsterdam brach dort im Februar 1941 ein Generalstreik aus, der sich auch auf Utrecht, Hilversum und andere Orte ausbreitete. Die Häupter der holländischen Widerstandsbewegung wurden verhaftet, von den Juden wurden Geißeln genommen, die in Konzentrationslager geschickt und dort zu Tode gemartert wurden. Auch in Frankreich sehen wir den Leidensweg der Aberkennung elementarer Menschenrechte in den Ausnahmsgesetzen vom 27. September 1940. In Paris selbst wurden viele Suchaktionen durchgeführt. Die eingefangenen Juden wurden in Sammellagern zusammengepfercht, wie Drancy, Compiègne und viele andere. Von dort wurden sie nach Osten zur Vernichtung abgeschoben. Die Vichy-Behörden selbst lieferten die Juden den Deutschen in die Hände. Zunächst die Staatenlosen, danach fremde Staatsangehörige und zum Schluss, trotz des Widerstands seitens Marschall Peter, auch französische Bürger. Endlich im Jahre 1944 befand sich schließlich im Einflusskreise des Reiches nur noch ein Staat, in dem eine große Anzahl von Juden übrig geblieben war. Nämlich Ungarn. Dort wohnten nach der Angliederung der südlichen Slowakei, Nordtranssilvaniens und Karpatenrusslands etwa 800.000 Juden. Eichmann hatte bereits damals die Vernichtung des Judentums Ungarns als Ziel ins Auge gefasst. Als das deutsche Auswärtige Amt vorschlug, gegen Juden, die sich nach Ungarn gerettet hatten, vorzugehen, hatte Eichmann erklärt, er wäre gegen halbe Maßnahmen. Wir zitieren aus dem belgischen Amtsbericht über die Deportationen nach dem Sammellager Malin. Ich zitiere: Als wir nach Malin kamen und die Tore geöffnet wurden, enthüllte sich ein grausiges Bild. Beim Öffnen der Türen jedes Lastwagens stieg aus ihm dichter Rauch und ekelerregender Gestank auf. Und aus den Türen, die dem Druck von innen nachgaben, ergoss sich wie Fische aus einem fischenden Boot nach Öffnen der Planken ein grauenhaftes und erschreckendes Durcheinander von aufgeblähten, rot und blau angelaufenen Leibern.
Eichmann berichtete am 26. Juli 1942 an Himmler, dass die rumänischen Juden nach Lublin verbracht werden würden. Die Arbeitsfähigen würden beschäftigt werden, die anderen würden in seinen Worten einer Sonderbehandlung übergeben werden. In Bulgarien herrschte Widerstand gegen die Vernichtung, an der Spitze König Boris selbst. Aber es wurde schriftlich vereinbart, dass 20.000 Juden ohne Unterschied des Alters und Geschlechts ausgesiedelt würden, dass die deutschen Behörden die Transportmittel stellten, doch Bulgarien dafür bezahlen sollte. Und nach Schätzung der polnischen Behörden wurden in Sobibor mindestens eine Viertelmillion Juden vernichtet. Sobibor war das Grab für Juden aus Polen, Holland, der Tschechoslowakei, Österreich und Frankreich. Das Vernichtungslager Belzec an der Straße von Lublin nach Lemberg wurde im Winter 1941 errichtet. Hierher wurden die Juden von Lublin und Umgebung und die Juden Ost- und Westpolens gebracht. Um sicher zu gehen, entsandte Eichmann nach Dänemark seinen Stellvertreter Rolf Günther, nebst einigen Leuten von seiner Abteilung. Die Wehrmacht hatte ihre Gründe, daran zu zweifeln, ob es für sie tunlich sei, bei der Jagd auf Juden mitzuwirken. Doch hier geschah etwas, was die Mordbuben entsetzte. Die meisten jüdischen Häuser waren leer. Das dänische Volk, dem der Mordplan bekannt geworden war, hatte im Geheimen, unter eigener Lebensgefahr und voller Mut, buchstäblich unter der Nase der Besatzungsbehörden eine wunderbare Rettungsaktion organisiert, die unter dem Namen Klein-Dunkirchen bekannt geworden ist. In den Hafen wurden im Geheimen Fischerboote, Vergnügungsdampfer und jedes seetüchtige Fahrzeug gesammelt. Die Juden wurden von Pfadfindern, Studenten und anderen Freiwilligen an die Küste gebracht, auf die Schiffe geleitet und im Geheimen nach Schweden abtransportiert. So wurden an 6.000 dänische Juden gerettet und nur wenige Hunderte fielen in die Hände der Trabanten Eichmanns. Man ist in Kairo immer unangenehm berührt, wenn es Israel gelingt, die Aufmerksamkeit und die Teilnahme der Weltöffentlichkeit zu erregen. Dies geschieht natürlich im Falle Eichmann. Nun, in Kairo argumentiert man so, man erklärt, Israel sei gar nicht zuständig, diesen Fall zu behandeln. Man beruft sich darauf, dass die Juden, die von Eichmann umgebracht worden sind, ja Staatsbürger der verschiedensten Länder sind und dass Israel gar nicht das Recht habe, über diese Fälle zu urteilen. Und schließlich erklärt man auch, dass die Bundesrepublik eigentlich sich für Eichmann in dieser oder jener Form hätte einsetzen müssen. Damit sind eigentlich die wesentlichen Argumente genannt, die in Kairo zum Falle Eichmann vorgebracht werden. Auch die japanischen Zeitungen, meine Damen und Herren, berichten ausführlich über den Eichmann-Prozess. Die Bevölkerung wird täglich im Nachrichtenteil der Presse und gelegentlich auch im Reportageteil über den Verlauf unterrichtet. Die großen japanischen Zeitungen haben ihre Europakorrespondenten nach Israel geschickt. Die Asahi, die Mainichi und die Yomiuri, die drei Zeitungen mit der höchsten Auflage in Tokio, mit Millionenauflage, haben zu Beginn des Prozesses Sonderseiten veröffentlicht über Eichmann und die Geschichte der Judenausrottung. In diesen Berichten klangen kritische Bemerkungen zur juristischen Grundlage des Prozesses an. In Leitartikeln und Kommentaren wird geschrieben, der Prozess habe dann einen geschichtlichen Sinn und einen geschichtlichen Wert, wenn er die Aussöhnung zwischen dem israelischen und dem deutschen Volk erreiche und wenn damit die Welt mit dem Nazismus endgültig ein Ende mache. Gleichzeitig wird am Beispiel des Antisemitismus an die Rassenhetze und Rassendiskriminierung ganz allgemein erinnert. In der Berichterstattung und Kommentierung wird ein Unterschied gemacht zwischen Hitler-Deutschland und dem Deutschland von heute. Von einer antideutschen Stimmungsmache aufgrund des Eichmann-Prozesses kann in der japanischen Presse keine Rede sein.
Noch immer berichten Hunderte von Journalisten täglich aus dem Gerichtssaal in Jerusalem über den Eichmann-Prozess. Hunderte von Korrespondenten aus allen Teilen der Welt im Pressezentrum, das im Gerichtsgebäude untergebracht ist, um die Fernschreiben. Die telegrafischen und Telex-Dienste übermittelten bis heute etwa 2 Millionen Worte nach Europa und Übersee. Diese Dienste funktionieren zwar nicht immer reibungslos, aber das liegt ausschließlich an der Überlastung der Linien und an der geografischen Lage Israels. Die Angestellten des Postministeriums, die hier tätig sind, können nur am Sabbat eine kurze Pause einlegen. Am Sonntag früh stehen sie wieder den Hunderten von Presseberichterstattern und israelischen Korrespondenten zur Verfügung. Bisher wurden rund 5000 internationale Telefongespräche geführt. Wir machen Journalisten eine harte Nervenprobe, wenn die Verständigung ist oft schlecht. Und das liegt allerdings nicht an den Leitungen, sondern an der Distanz. Aber eins können Sie nicht tun. Sie können die Gebärde und die Haltung Eichmanns, die Gesichter und das Verhalten der Ankläger, des Verteidigers und der Richter aus Jerusalem hinaustragen. Das allein bleibt dem Fernsehen vorbehalten. Es ist eine einzige Gesellschaft, die amerikanische Firma Capital Cities Broadcasting Company, die berechtigt ist, im Gerichtssaal Aufnahmen zu machen. Herr Fruchtmann, auf welcher Basis arbeitet Ihre Gesellschaft hier? Yes, well, I probably ought to explain that Capital Cities received its contract with the government of Israel first on a non-profit basis, so that in the event that there is any money left over after all expenses have been paid for the machinery that you see here, this money would be donated to an international charity selected by Capital Cities and approved by the government of Israel. Yeah. Herr Fruchtmann sagt, dass seine Gesellschaft auf einer Non-Profit-Grundlage arbeitet. Das heißt, es darf nichts daran verdient werden. Falls verdient doch ein Überschuss herauskommen sollte, muss dieser Überschuss an Wohlfahrtsorganisationen abgegeben werden. Herr Fruchtmann, wie viel Material haben Sie bisher hier verarbeitet? Approximately 300 kilometers. 300 Kilometer. Wie groß, Herr Fruchtmann, ist Ihr Stab, den Sie hier beschäftigen? Ja, wir haben ungefähr 34 Leute. 34 Leute arbeiten hier. Und seit wann arbeiten die hier? Seit November. Seit November 1960. 1960, ja. An wen, Herr Fruchtmann, geben Sie das Material ab? Das heißt, wer teilt sich also in die Kosten, die hier entstehen? Most of the countries of Europe and the largest networks in the United States, NBC, CBS and ABC, also the networks, the commercial networks in England, that is ITV. Herr Fruchtmann sagt, dass alle europäischen Stationen, die Stationen in England und die größten Fernsehstationen in Amerika das Material abnehmen und sich in die Kosten teilen. Vielen Dank, Herr Fruchtmann. Die beiden Herren, die hier neben mir stehen, wählen das Gerichtssaalmaterial für England und Amerika aus. Beide entscheiden darüber, was die Öffentlichkeit in diesen Ländern zu sehen bekommt. Neben mir steht Mr. Whiffen. Mr. Whiffen, darf ich Sie fragen, für welche englischen Gesellschaften Sie auswählen? I'm here to select the material for the British Commercial Television Network. Aha. Mr. Whiffen wählt das Material für das britische Commercial Fernsehen aus. Und Sie, Mr. Corrigan? And my job is to do it for the American networks, the three American television networks. CBS, NBC and ABC. Aha. Für CBS, NBC and ABC. Und Mr. Whiffen, wie viel Material wählen Sie? How much do you select every day? On the average, mostly up to 1 hour, close on 1 hour a day. Aha. Im Durchschnitt wählt Mr. Whiffen etwa eine Stunde täglich aus. And you, Mr. Corrigan? One hour a day, every day that the trial goes on. Mr. Corrigan nimmt etwa eine Stunde täglich. Und wie stark ist das Interesse in Ihrem Land für den Prozess? Well, as far as I've been told from London, we have run so far one feature program a week on this, and it's appearing now
three or four times a week in our news bulletins. So there's quite a lot of interest in England for you. Es ist viel Interesse in England. So viel Herr Whiffen erfahren hat, wird etwa eine Stunde in der Woche Feature-Material gesendet und mehrmals in der Woche aktuelles Material. And what about the interest in your country? It's very high in America. We, on the reports I get, we have been getting at least some of the material on all networks every day. There have been several special programs, half an hour in length. Das Interesse in Amerika, sagt Mr. Colgan, ist sehr groß. Es sind halbstündige Programme gesendet worden, es werden ständige aktuelle Sendungen gebracht. Dies also sind die beiden Herren, die für den angelsächsischen Bereich auswählen. Darf ich noch hinzufügen, dass für Deutschland diese Arbeit mein Kollege Schiergrebowski, der hier neben mir steht, dies tut und ich selbst. Der Prozess selbst ist inzwischen in ein neues Stadium getreten. Die Vernehmung der Zeugen beginnt. Ein ganzer Tag gehörte allein dem New Yorker Professor für jüdische Geschichte, Salo Baron, der den Leidensweg des jüdischen Volkes durch die Jahrtausende hin zeichnete. Und bitte legen Sie Ihre rechte Hand auf die Bibel. Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, dass meine Aussage in diesem Gericht die ganze Wahrheit, die reine Wahrheit und nur die Wahrheit sein wird. Sie sind Professor für die Geschichte des Volkes Israel an der Columbia-Universität? Jawohl. Wenn Sie müde werden, können Sie sich ruhig setzen. Im Zeitalter nach dem Ersten Weltkrieg zeigte es sich zum ersten Mal, dass die Juden wirklich volle Rechte haben würden und auf der ganzen Welt diese vollen Rechte haben würden, dann würde es zur vollen Emanzipation auch in solchen Ländern gelangen, die, wo es noch weit davon entfernt war, reif zu sein. Zu diesem Zeitpunkt eben kommen die Nazis auf und zeigen, dass in einem derartig stark entwickelten, hochkulturellen und kultivierten Land, dass einer der Führer der kulturellen Entwicklung gewesen war, dass gerade in diesem Lande es möglich gewesen war, einen derartigen Rückzug zu machen, derartig zurückzugehen und den Juden diese Gleichberechtigkeit abzusprechen, zu der sie laut der historischen Entwicklung längst berechtigt waren. Natürlich ist es klar, dass die formelle Gleichberechtigung nicht immer genügt. Es hat sich gezeigt, dass in der Epoche zwischen den beiden Kriegen eine besondere Entwicklung ihren Höhepunkt erreichte. Das heißt, man war bestrebt, den Minoritäten, den Volksminoritäten im Rahmen eines gegebenen Volkes die Gleichberechtigung zuzusprechen. Zum ersten Mal kam dieser Begriff der Minority Rights, der Rechte der Minoritäten, ins Völkerrecht, wurde dem Völkerrecht einverleibt. Man kam zur Erkenntnis, dass man eben auch diesen Minoritäten Gleichberechtigung geben musste. Das große Unglück war natürlich, dass gerade die Vernichtung am schrecklichsten war in denjenigen Gebieten, in welchen die Juden ihre Blüte und Schaffung an den Tag gelegt hatten. Das heißt also in Deutschland, in Polen und den ihnen angrenzenden Ländern. In denjenigen Ländern, in welchen die Vernichtung etwas weniger war, waren die Juden nicht derart blühend, schaffend und weltwichtig, wie gerade in denjenigen Gebieten, welche von den Juden fast ganz geleert worden sind. In den Vereinigten Staaten und in anderen Gebieten in Israel, all diese Gemeinschaften fühlten, dass sie Waisenkinder zurückblieben, deren Väter verschwunden sind. Herr Professor, können Sie uns noch irgendetwas sagen, wie Sie persönlich die Zerstörung des Judentums Europas im Zusammenhang mit dem Weltjudenteam auswerten? Jawohl, diese Resultate werden mehr und mehr gefühlt und man wird sie noch in den nächsten Jahrzehnten und ganzen Generationen hindurch gründlich fühlen. Letzten Endes
gab es laut den Ziffern 16 Millionen Juden in der Welt und vielleicht auch noch mehr, und zwar im Jahre 1939. Heutzutage gibt es bestenfalls 12 Millionen. Nach dem Zweiten Weltkriege gab es nur an die 10,5 Millionen. Herr Less, haben Sie selbst zusammen mit den Büro 06-Leuten ein Organisationsschema des Büros des Angeklagten vorbereitet? Zwei Organisationsschemen haben wir zu Arbeitszwecken angefertigt. Zu Arbeitszwecken der Büro 06? Aufgrund was haben Sie diese Schemas vorbereitet? Das aufgrund Beratungen mit den Mitgliedern des Büros, welche diverse Abschnitte und Länder der Arbeit behandelten, aufgrund von Unlagen und sonstigem Material, welcher in unseren Händen sich befand. Und dieses war nun das Material, das Sie als Grundlage benutzten. Bitte geben Sie diese Skizzen und Schemas auch dem Gerichte. Ich gebe dieses nur als Beweis im Sinne, wie es vom Zeugen angeführt wird. Das heißt also wirklich nur, um Ihnen da als Hilfsmaterial, um eben das Schema als solches auszuarbeiten. Aber wir wollen es trotzdem als Beweisstück einreichen. Es handelt sich hier um die Abteilung für Judenangelegenheiten, wie sie aus den diversen Dokumenten hervorgeht. Zum Beispiel in der RSHA, der Leiter des Amtes, des Sicherheitspolizeiamtes und des SD, der Kanzlei 4 und das Referat 4B4, welches bis zum 1.4.1944 einen neuen Namen erhielt, nämlich Abteilung 4 EA4. Und diese Abteilung und auch das Referat behandelten in den Jahren 1941 bis zum Ende 1942 in diversen Themen und Abschnitten, so wie sie hier aufgeführt werden. Der Personalbericht an Adolf Eichmann, rassisches Gesamtbild, dinarisch-nordisch. Eichmann ist überzeugter Nationalsozialist. Eichmanns persönliche Lebenshaltung ist einwandfrei. Seine dienstliche Haltung ist gut. Gesamtbeurteilung: sehr gut, energischer und impulsiver Mensch, der große Fähigkeiten in der selbstständigen Verwaltung seines Sachgebietes hat und insbesondere organisatorische und verhandlungstechnische Aufgaben ständig und sehr gut erledigt hat. Auf seinem Sachgebiet anerkannter Spezialist. Bevor ich mit dem Tonaufnahme anfange, erklärte ich dem Angeklagten, dass ich das Tonband in Gang setzen will, und sagte ihm, dass soweit er irgendetwas erzählt, interessiert uns lediglich derjenige Teil, den er im Dritten Reiche getan hat, von 1933 an bis zu Ende des Weltkriegs im Mai 1945 und überhaupt nichts anderes. Herr Dr. Servatius, mit diesen Fragen meinen Sie nun die vor der Tonbandaufnahme geschahen oder auch im Laufe der Tonbandaufnahme? Zunächst habe ich gefragt vor der Aufnahme, es bezieht sich aber natürlich auch auf den Lauf der Aufnahme. Aber soweit ich sehe, hat der Zeuge ja schon erklärt, dass das nicht der Fall ist, soweit ich ihn verstanden habe. Ja, er hat nur gesagt, dass der Zeuge gewarnt worden ist, dass diese Aussagen gegen ihn verwandt werden können und dass nur bestimmte Dinge hier interessieren, nämlich die sich auf die Anklagepunkte beziehen. Also ich habe Sie etwas anders verstanden, sagt der Vorsitzende. Vielleicht kann Herr Dr. Servatius noch einmal erläutern. Handelt es sich um Dinge, die der Zeuge selbst sagte oder Sachen, die jemand anders sagte? Ich nehme an, dass Herr Dr. Servatius einen gewissen Zweck beabsichtigt, wenn er diese Frage stellt. Die Frage geht klar darauf hinaus, ob eine unzulässige Beeinflussung des Zeugen stattgefunden hat. Durch diesen Zeugen oder durch andere Zeugen? Dieses füge ich hinzu, um die Sache klarer zu machen.
Der Zeuge wird zunächst ja nur über seine eigene Tätigkeit aussagen können. Dann kann ich den Zeugen bitten, zu erklären, ob eine solche Beeinflussung stattgefunden hat, mit Ja oder Nein. Nein. Der Eichmann-Prozess ist natürlich für Großbritannien ein Ereignis von unerhörter Bedeutung, ein Prozess, den es in dieser Weise noch niemals gegeben hat, dass ein Mann so viele Verbrechen angeklagt wird und sie doch auch wahrscheinlich alle begangen hat. Die Tatsachen weiß man, aber dass die näheren Umstände nun über eine lange Zeit noch einmal aufgefrischt werden und vorgeführt werden, das wird doch auch eine gewisse massenpsychologische Wirkung haben, die wir nicht vergessen sollen. Aber im Allgemeinen ist bisher die Reaktion auf den Prozess sehr objektiv gewesen. Man sieht in dem Prozess vielmehr ein Problem für den jungen Staat Israel als ein deutsches Problem oder etwa ein Problem des Verhältnisses der anderen Völker zu den Deutschen. Es gibt natürlich da die übliche Ausnahme, zum Beispiel eine Biberburg-Zeitung, die Eichmann immer mit Nachdruck als den Deutschen bezeichnet und dann sozusagen das deutsche Volk aus der Anklagebank sieht, und die ebenso übliche Propaganda von links, diese Listen, die von Pankow und Brach geschickt werden und die natürlich auch an Leute geschickt werden, die sich kaum ein eigenes Urteil bilden können. Ein Volk, das selber so sehr unter der Rassendiskriminierung gelitten hat wie die Inder und das zum Teil heute noch darunter leidet, in Südafrika zum Beispiel, musste dem nationalsozialistischen Rassenhochmut, der im Hintergrund der Eichmann-Verbrechen steht, immer mit Abscheu begegnen. Und tatsächlich hat diese Frage auch die Einstellung von Männern wie Gandhi und Nehru dem nationalsozialistischen Deutschland gegenüber außerordentlich negativ gefärbt, selbst zu einer Zeit, als der Deutsche Krieg gegen England eigentlich als Unterstützung, als indirekte Unterstützung des indischen Freiheitskampfes hätte empfunden werden können. Aus dem gleichen Grunde berührt auch der gegenwärtige Eichmann-Prozess die indische Öffentlichkeit stärker, als man bei der bestehenden Entfernung eigentlich annehmen würde. Die indischen Zeitungen haben jedenfalls in den ersten Prozesstagen, in denen ich noch in Delhi war, ausführlich über den Prozessverlauf berichtet, mit großen Bildern des Angeklagten und der Verteidigung und mit einer sehr detaillierten Darstellung aller Punkte der Anklageschrift. Die Erinnerungen an die Untaten des von Eichmann repräsentierten Regimes tragen leider mit dazu bei, alte Ressentiments gegen Deutschland ganz allgemein zu wecken. Und die Ostblock-Propaganda ist seit Anfang an bemüht, diese Ressentiments einseitig gegen die Bundesrepublik zu dirigieren. Die Auswirkungen dieser Kampagne sind heute noch nicht abzusehen, vor allen Dingen nicht im Hinblick auf die kommunistischen Anstrengungen, durch eine fortgesetzte Diffamierung der Bundesrepublik die internationale Anerkennung eines zweiten deutschen Staates zu erleichtern oder zu beschleunigen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bevor wir Ihnen heute Abend eine Zusammenfassung aus dem Gerichtssaal von Betham geben, möchten wir Sie mit dem Universitätsviertel von Jerusalem bekannt machen. Es liegt eigentlich einige Kilometer entfernt vom Stadtkern Jerusalems und wurde erst vor kurzem fertiggestellt. Heute studieren an den Fakultäten der größten Universität Israels etwa 7000 junge Menschen. Die Einrichtungen sind in jeder Hinsicht modern und vorbildlich. Aber die israelischen Studenten, die aus allen Teilen des Landes hierher kommen, interessieren sich nicht nur für die schwere wissenschaftliche Arbeit, sondern sie nehmen auch an der Entwicklung und an den Ereignissen ihres Landes regen Anteil. Während der Vorlesungspausen trifft man immer wieder Gruppen, die lebhaft diskutieren und debattieren. Selbstverständlich wird auch der Eichmann-Prozess von allen Seiten beleuchtet und scharf unter die Lupe genommen. Zwischen zwei Vorlesungen begegneten wir einige Studenten aus der Bundesrepublik. Vielleicht darf ich gleich bei Ihnen beginnen, Herr Denso. Was denken Sie bisher über den bisherigen Verlauf des Eichmann-Prozesses?
Der bisher sind noch nicht die wesentlichsten Zeugen aufgetreten, die den Prozess erst anschaulich und verständlich machen können. Die Bedeutung des Prozesses für Israel und für Deutschland. Ich glaube, dass dieses also doch noch sehr in den nächsten Wochen sehr stark im Vordergrund stehen wird. Ja, und Sie sind ja schon 7 Monate hier. Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Eichmann-Prozess und mit den Israelis hier gemacht? Hat der Eichmann-Prozess Ihren Aufenthalt hier irgendwie beeinflusst? Bemerken Sie, dass die israelischen Jugendlichen anders zu Ihnen sind, seitdem dieser Prozess hier in Jerusalem über die Bühne läuft? Ich würde nicht sagen, dass sie in ihrem Verhalten anders sind. Aber es ist seltsam, dass ich zum Beispiel mit meiner Zimmergenossin, mit der ich nun schon 5 Monate zusammenwohne, wir haben wohl am Anfang einmal darüber gesprochen, dass ich nun eben Deutsche bin, und ich fragte sie, ob es ihr etwas ausmacht, dass ich nun hier wohne. Und sie sagte nein. Und jetzt auf einmal sprechen wir über den Eichmann-Prozess und sie fragt mich, was ich darüber denke. Und zum Beispiel zeigte ich ja neulich eine deutsche Zeitung, die Zeit, mit einigen Bildern. Und ja. Da war sie sehr dagegen, wie das aufgemacht war. Und daran schloss ich eine lange Diskussion an. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie tief das in ihr steckt. Sie ist eine Sabre, wie man hier nennt, also eine, die hier im Land geboren ist. Und ihre Eltern kommen aus Polen. Aber sie sagte, eine solche Angst wäre in ihr immer. Und jetzt käme das ganz aufs Neue heraus. Und dass ich nun Deutsche sei, sie müsste jeden Tag mit sich kämpfen, um sich zu sagen, dass ich anders sei als die anderen Deutschen. Ja, und welche Erfahrungen haben Sie? Sie sind ja auch schon länger hier. Also ich wohne in einem Studentenheim mit sehr vielen israelischen Studenten zusammen. Und ich habe gleich von Anfang an sehr netten Kontakt mit ihnen gehabt. Und der sich auch jetzt in den letzten 14 Tagen gar nicht geändert hat. Ich habe ziemlich oft mit ihnen über den Prozess gesprochen. Es ist allerdings so, dass sie meist nicht von sich aus mit mir darüber gesprochen haben. Ich kann mich entsinnen, dass ich einmal in ein Zimmer kam, wo man gerade am Diskutieren war über den Prozess. Und ganz unvermittelt fragte mich einer, was ich dazu meinte. Dann fügte er hinzu, wenn ich nicht antworten wollte oder falls mir das unangenehm sei, dann sollte ich es nicht tun. Also sie fürchteten vielleicht, dass sie mich in Unannehmlichkeiten brächten. Ich habe sehr viele Studenten gesprochen, in denen es sehr tief dieser Schock saß, von den Eltern her und auch von eigenem Erleben zum Teil her. Gerade viele der etwas religiöser eingestellten Menschen, mit denen ist es sehr schwer oft zu sprechen, und man braucht sehr lange und muss sich sehr behutsam an sie herankommen, sehr behutsam mit ihnen umgehen und kann dann doch sehr tiefe und sehr schöne Gespräche mit ihnen führen. Man muss ihnen überhaupt erst einmal klar machen, dass man die gleiche Sprache spricht und die gleichen Wunden sieht, und dann kommt es zu einem sehr tiefen und sehr echten menschlichen Verstehen. Ich glaube, dass gerade das ist, was uns hier so sehr überrascht und überzeugt und froh macht. Ja, meine Damen und Herren, aber jetzt der Eichmann-Prozess geht weiter und wir wenden uns wieder dem Gerichtssaal zu. Die dritte Prozesswoche stand im Zeichen von Zeugenaussagen der Anklagevertretung. Als Sindel Grünspan, der Vater des von Rat-Attentäters Herschel Grünspan, erschien, blickten die Journalisten gespannt auf den Zeugenstand. Wie wir kamen auf die Grenze, hatten wir jeden untersucht. Als wir zur Grenze kamen, wurden wir durchsucht, ob jemand Geld hätte. Wer mehr als 10 Mark bei sich hatte, musste dieses Geld abgeben. Zehn Mark? Ja, das war das deutsche Gesetz. Man sagte uns, ihr habt nicht mehr hereingebracht, und mehr dürft ihr auch nicht herausnehmen. Also sind gekommen zu der Grenitz, als ihr sich verständigt mit dem, also ihr seid gekommen zu der Grenitz. Und als ihr nun an der Grenze ankamt, habt ihr dann jemand eure Ankunft gemeldet? Bei wem sollten wir uns melden? Wir standen ja schließlich unter der Bewachung der SS. Und bis zur polnischen Grenze waren es 2 Kilometer Fußmarsch. Die SS-Leute sagten uns, vorwärts Marsch. Sie knallten mit Peitschen über unsere Köpfe hinweg. Die Nachtzügler wurden mit Peitschen geschlagen, bis das Blut floss. Damals erlebte ich zum ersten Mal die barbarische Grausamkeit der Deutschen. Ich frage Sie, Herr Grünspan,
Haben Sie nach Ihrer Ankunft im Lager irgendjemandem geschrieben? Ja, ich schrieb einen Brief nach Frankreich an meinen Sohn. Der Sohn war Herschel Grünspan, nicht wahr? Ja, Herr Staatsanwalt. Dann betrat Benno Cohen den Zeugenstand. Ein Mann, der mit der Geschichte des Berliner Judentums aufs Engste verknüpft ist. Die Ereignisse vom November 1938 standen im Mittelpunkt der Aussage Cohens. Im Jahr 1938, am 10. November, ging ich an der Synagoge in der Fasanenstraße vorbei und glaubte, meinen Augen überhaupt nicht trauen zu können. Ich sah, wie das Gebäude niedergebrannt war. Die Feuerwehrleute waren noch zugegen, aber natürlich rührten sie keinen Finger, das Feuer auszulöschen. Sie sagten, dass man ihnen die Anweisung erteilt habe, nur die arischen Gebäude zu schützen. Ich sah noch, wie einige Juden aus der riesigen Synagoge, sie war eine der größten Berlins, die Tora-Rolle zu retten suchten. Eine Volksmenge stand da, es können auch SA-Leute in Zivil gewesen sein, und sie jubelten über den Brand. Ich hörte, dass auch in der Prinzregentenstraße die Synagoge angezündet worden war und auch andere Synagogen in anderen deutschen Städten. Dann hörten wir, dass die Gesamtzahl der zerstörten Synagogen 280 gewesen sei. Aber ich muss gestehen, die Richtigkeit dieser Ziffer kann ich nicht beweisen. Herr Cohen, Sie hatten doch sicher auch Kontakte mit Nichtjuden. Ich frage Sie nun, wie war die Einstellung der einfachen Deutschen, die nicht Nazi-Beamte waren? Herr Richter, ich kam fast nie mit Nichtjuden in Berührung. In jener Zeit gab es schon eine dichte Scheidewand zwischen den Juden und den Nichtjuden. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit einem Christen sprach während meiner ganzen Reisen in Deutschland. Sie sind auch auf keine Äußerungen über die Judenverfolgungen gestoßen? Ich selbst nicht, aber das bedeutet nichts. Ich hatte einfach keinen Kontakt. Als nächster erschien im Zeugenstand Moritz Fleischmann. Über seine Begegnung mit Adolf Eichmann in Wien gab Moritz Fleischmann einen ausführlichen Bericht. Sie erschienen am Ende März im Hotel Metropol. Ja. Wen haben Sie damals getroffen? Wir wurden von einem SS-Mann, der uns sagte, er führt uns zu Adolf Eichmann. Wir kamen hinein, ich glaube, er hat ihn als Sturmbannführer angesprochen. Er war in Uniform, saß hinter einem großen Schreibtisch. Besinnen Sie sich darauf, von welcher Art die Uniform Eichmanns war? Schwarze SS-Uniform. Eichmann saß hinter dem großen Tisch, er ließ sich unseren Namen geben und unseren Wirkungskreis im jüdischen Leben. Vorher hat er uns bekannt gemacht mit seiner Eigenschaft. Er erklärte uns, dass er außersehen sei, die jüdischen Angelegenheiten in Österreich zu lenken und zu leiten. Es ist seine Aufgabe, dass die jüdische Frage, das jüdische Problem in Österreich einer vollkommenen Lösung zuzuführen. Und er verlangt von uns, ungebrochenen Gehorsam und vollkommene Kooperation und Erfüllung aller seiner Anordnungen und Forderungen. Er warne uns, sagte er, ja, nichts dagegen zu tun, keine Sabotage zu betreiben, denn es ist seine Absicht, seine unerschütterliche Absicht,
diese Lösung auf kürzestem und nach ihm zu geben, besten Wege zu erledigen. Er werde wissen, jeden Widerstand oder jedes Versteckenspiel in der schärfsten Weise zu begegnen. Als nächster erschien der Zeuge Max Burger. Er schilderte ausführlich den Abtransport von mehr als 1000 Juden aus Mährisch-Ostrau. Und er schilderte auch ihren Leidensweg nach Nisko. Das KZ Nisko wurde auf Initiative Eichmanns von den Juden selbst gebaut. Hier ein Ausschnitt aus der Schilderung Burgers. Ekratale Max Burger. Weiters wurde uns erlaubt, 300 Mark in barem Geld mitzunehmen. Am 17. Oktober in der Früh versammelten sich über 1000 Juden in der Reitschule. In der Reitschule befanden sich bereits Standarten der SD. Und es begann die Untersuchung von arischen Ärzten. Wurde nach dem Alphabet vorgegangen und Einwände wegen Krankheiten oder Gebrechen wurden überhaupt nicht berücksichtigt. Die Assentierung in dieser Form ging bis in die Nachmittagsstunden vor sich. Und erst als bis die Zahl von 1000 erreicht war, wurde die Assentierung abgebrochen. Nach der Assentierung wurden wir auf Lastwagen verladen und wurden auf den Außenbahnhof in Mährisch-Ostrau geführt und wurden dort in Personenwagen einwaggoniert. Wir blieben unter Bewachung der SD bis zum Morgen des 18. auf dem Außenbahnhof in den Waggons. Am 18. in der Früh setzte sich der Zug in Bewegung. Eisenbahn mit wie vielen Juden? 1000 Juden aus Mährisch-Ostrau. Die erste Station, in die wir kamen, war Krakau. Ich will hinzufügen, dass wir vom Tage, vom 17. Früh, kein Wasser mehr bekamen. Und als uns die Bevölkerung in Krakau Wasser reichen wollte, wurde sie von der SD mit Peitschen vertrieben. Wann wir fuhren noch derselben Nacht weiter und kamen am 19. Oktober um die Mittagszeit in eine Station mit Namen Nisko. In Nisko erhielten wir den Auftrag, Waggonleiter, Baumeister und Ingenieure aussteigen. Auf dem Bahnhof in Nisko wurden wir von einer Gruppe SS-Offizieren empfangen. Einer von ihnen hielt uns eine Ansprache. Die Ansprache lautete ungefähr circa 7 bis 8 Kilometer von hier jenseits des Saans hat der Führer den Juden eine neue Heimat zugesagt. Es gibt keine Wohnungen und es gibt keine Häuser. Wenn ihr bauen werdet, werdet ihr ein Dach über dem Kopf haben. Es gibt kein Wasser. Die Brunnen in der ganzen Umgebung sind verseucht. Es gibt Cholera, Ruhr und Typhus. Nach dieser Ansprache kam der Auftrag, die Waggons zu öffnen und die Juden aussteigen zu lassen. Einen erheblichen Teil der letzten Verhandlungstage nahm die Vorlage von Dokumenten durch den Gehilfen des Generalstaatsanwalts Dr. Barrow in Anspruch. Mehr als 100 Schriftstücke wurden dem Gericht überreicht. Darunter befand sich auch dieses. Barmer Houdin. Houdin. Ich bitte, die Fotokopie dieses Telegramms einreichen zu dürfen. Worum handelt es sich? Um den Inhalt einer Besprechung mit Herrn von Ribbentrop, worin die Frage der Flüchtlinge aus Deutschland behandelt wurde und die Wege, auf denen vielleicht von außen geholfen werden konnte. Botschafter Kennedy zitiert Gerüchte und berichtet. Ich bitte um Entschuldigung. Ich vergaß das Datum zu erwähnen, den 8. Dezember 1938. Es war also nach der Kristallnacht. Ribbentrop habe gesagt, die Juden Deutschlands seien ohne Ausnahme Taschendiebe, Räuber und Gauner. Ihr Vermögen hätten sie auf gesetzwidrige Weise errafft. Die Reichsregierung sei daher gezwungen, sie wie Verbrecher zu behandeln. Daher würde das gesetzwidrig erraffte Vermögen ihnen wieder abgenommen. Wie andere Verbrecher würden sie unter Aufsicht der Polizei stehen.
Das also ist der Inhalt der Mitteilung, die der Botschafter von seinem französischen Kollegen erhielt? So ist es, Herr Vorsitzender. Der ehemalige Botschafter der USA in London, Joseph Kennedy, der dieses Dokument verfasste, ist der Vater des jetzigen Präsidenten der Vereinigten Staaten, John Kennedy. Im weiteren Verlauf der Verhandlung kam ein Affidavit des ehemaligen SS-Angehörigen Huppenkoten über Eichmann zur Sprache. Rasche Walter Huppenkoten. 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 Mein nächster Antrag geht dahin, die Erklärung des Walter Huppenkoten einzureichen. Huppenkoten war Regierungsdirektor im Reichssicherheitshauptamt und Standartenführer in der SS. Er war in der Abteilung Römisch 4e. Huppenkotens Erklärung bezieht sich auf die Stellung des Angeklagten im Amt Römisch 4 und sie behandelt auch seine Sonderstellung als Referent in Judenangelegenheiten. Diese Sache ist von großer Bedeutung, um die Befugnisse und den Machtbereich des Angeklagten darzustellen. Eichmann war Chef der Abteilung Römisch 4b4. Wir wollen diese Erklärung auch dazu benutzen, um zu beweisen, dass Eichmann direkt Müller unterstellt war. Herr Hausner, ist das nicht schon aus Eichmanns Aussage hervorgegangen? Ja, aber ich brauche Bestätigung für die Aussagen des Angeklagten aus anderen Quellen und ich versuche, diesen Beweisanforderungen so weit wie möglich nachzukommen. Ist Huppenkoten noch am Leben? Meines Wissens ja. Wissen Sie, wo er sich befindet? Nein. Und ich werde auch keine Vermutungen darüber anstellen, weil der Verteidiger anscheinend bessere Kenntnisse darüber hat, wo diese Personen sich befinden. Ich dachte, dass Huppenkoten in Deutschland sei. Jetzt höre ich, dass er in Österreich ist. Ich werde solche Vermutungen nicht mehr anstellen. Nach Eröffnung der 20. Sitzung gab der Präsident des Gerichtshofes in der 11. Entscheidung seit Beginn des Verfahrens bekannt, dass die von der Anklage eingereichten Erklärungen und Berichte der ehemaligen SS-Leute Wilhelm Höttl und Huppenkoten sowie des ehemaligen Sachbearbeiters für Judenangelegenheiten im Auswärtigen Amt des Dritten Reiches von Taden als Beweisstücke anerkannt werden. Der Einspruch von Dr. Servatius wurde abgewiesen. Ich habe das Gericht nicht mit Anträgen behelligt, weil ich ja nicht weiß, ob die Zeugen kommen. Das hängt ja gerade davon ab, ob sie freies Geleit haben. Ich kann mir nicht denken, dass ein Zeuge hier hinkommt, um auszusagen und gleichzeitig festgenommen zu werden. Wenn das freie Geleit gegeben wird, dann weiß ich auch noch nicht, ob die Zeugen kommen. Das kann ich aber dann erst klar ermitteln, ob ein Zeuge bereit ist. Aber das ist erst die Voraussetzung. Ich werde keine unnützen Anträge stellen. Okay. Auf alle Fälle wäre es vorteilhaft, eventuell schon jetzt mit den Zeugen in Verbindung zu treten. Denn der Staatsanwalt kann sich zu keiner allgemeinen Antwort verpflichten. Dr. Servatius, wenden Sie sich an den Staatsanwalt und sagen Sie ihm, ich möchte gern, dass dieser Zeuge vor Gericht erscheint. Sind Sie dann bereit, ihm freies Geleit zu gewähren? Falls der Generalstaatsanwalt dieser Bitte stattgibt, dann natürlich kann man vor Gericht den Antrag stellen. Aber irgendjemand muss den Ball ins Rollen bringen. Die gesetzliche Bestimmung macht ja nun keinen Unterschied. Festzustellen, ob die Zeugen bereit sind, dazu ist gerade mein Assistent jetzt 8 Tage in Deutschland, um das näher zu ergründen, ob der Einzelne bereit ist. Ich kann ihn ja nicht zwingen, nach hier zu kommen. Aber er wird eher bereit sein, wenn er freies Geleit hat, als in anderen Fällen. Und das würde ich in einigen Tagen auch dem Staatsanwalt im Einzelnen angeben können. Nun soll von Fall zu Fall bei jedem Zeugen entschieden werden, ob er ein Einreisevisum nach Israel erhält. Sollte die israelische Regierung einem Zeugen die Einreise verweigern, würde ein Vertreter der Anklage und der Verteidigung diesen in Deutschland mit Zustimmung der deutschen Behörden verhören. Nicht nur Deutschlands Vergangenheit wird zurzeit in Israel diskutiert, sondern auch unsere politische Gegenwart. Der sowjetionale Rechtsanwalt Kaul reist durch das Land
und rührt seine Propagandatrommel gegen die Bundesrepublik. Besonders heftig sind seine Angriffe gegen Staatssekretär Globke. Auch die israelische Presse greift Globke in zunehmendem Maß an. Sie bringt Darstellungen, mit denen sie belegen zu können glaubt, dass Globkes Schuld nicht auf seinen Kommentar zu den Nürnberger Rassegesetzen beschränkt, sondern schwerwiegender ist. Er soll sich der Rettung von 10.000 griechischen Juden widersetzt haben. Man erwartet hier in Israel, dass von deutscher Seite zu diesen Vorwürfen schnell und eindeutig Stellung genommen wird. Die vierte Woche des Eichmann-Prozesses in Jerusalem, meine Damen und Herren, brachte neue Zeugenaussagen. Mit einem Lächeln Eichmanns, mit einem Gespräch zwischen ihm und einem seiner Bewacher, begann die vierte Verhandlungswoche im Gerichtssaal. Eichmann schleppte seine Akten herbei. Er redete mit den Polizisten in einer Weise, als stünde hier nichts weiter zur Debatte als etwa eine Untersuchung über ein paar Dokumente. Und Dr. Servatius und Hausner unterhielten sich ebenfalls freundlich und liebenswürdig miteinander. Doch diese fast unwirkliche Szenerie verschwand sofort, als die Zeugen auftraten und ihre Erlebnisse berichteten. Lichtmann. Wie ist Ihr Name? Lichtmann. Frau Lichtmann, also, Sie wohnten bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges in Wilitschka in Polen, nicht wahr? Ja, das stimmt. In Krakau und in Wilitschka. Wilitschka liegt 14 Kilometer von Krakau. Was geschah in den ersten Tagen nach dem Einmarsch der Deutschen in Wilitschka? In den ersten Tagen schleppten die Deutschen die Juden zur Arbeit weg. Vor allem die Männer, und zwangen sie, Straßen zu fegen. Hinter jedem Juden ging ein deutscher Soldat mit geladenem Gewehr. Wenn ein Jude stehen blieb, stieß ihm ein Soldat das Gewehr in den Rücken und schlug ihn. Fast alle Männer kamen blutüberströmt von der Arbeit nach Hause. Unter ihnen war auch mein Vater. Was geschah in Wilitschka am 12. September 1939? Erinnern Sie sich noch daran? Ja, die Soldaten hatten den Marktplatz verlassen und plötzlich fuhr ein großes Lastauto vor. Von dem Lastauto sprangen ungefähr 11 Mann in Stahlhelmen herunter. Sie trugen grüne Uniformen. Ich sah dieselben Uniformen später auch im Lager Sobibor. Wissen Sie, welcher Organisation diese Männer angehörten? Ja, es waren SS-Leute. Und dann gingen die Deutschen von Haus zu Haus und von Zimmer zu Zimmer und holten die Juden heraus, ganz wahllos, ohne sich um das Alter zu kümmern. Mein Vater war auch darunter. Sie wurden alle auf dem Marktplatz in Wilitschka aufgestellt und man befahl ihnen, die Hände hinter dem Kopf zu verschränken. Hinter dem Lastauto war noch ein Personenwagen, in dem zwei Offiziere saßen. Später wurden auch Polen verhaftet, darunter ein Universitätsprofessor und ein Geistlicher. Haben Sie das alles mit eigenen Augen gesehen? Ja. Was geschah mit den Männern? Sie wurden auf das Lastauto geladen und weggefahren. Und was taten Sie? Ich lief hinter dem Auto her, in dem auch meine zukünftige Schwägerin war. Sie wäre es geworden, wenn sie am Leben geblieben wäre. Aus ihrem Haus nahm man vier Männer, den Vater und drei Brüder. Ich lief dem Wagen nach bis zu einem kleinen Wäldchen. Taschitz heißt es. Und was sahen Sie dort in Taschitz? Dort lagen bereits alle Männer, die abgeholt worden waren, tot auf dem Boden. Auch mein Vater lag dort von einer Kugel durchbohrt. Sie lagen in Reihen, jeweils fünf. Auf der einen Seite die Juden und auf der anderen die Polen. Ich lief zurück zur Stadt. Zuerst hatte ich noch meinen Vater geküsst, er war schon ganz kalt.
Das Blut floss noch von ihm herab. Als wir zurückkamen, gingen wir zur Stadtverwaltung und baten, dass man uns helfen sollte, die Erschossenen zu bestatten. Ich frage Sie jetzt über Dobrinka. Erinnern Sie sich, was in Dobrinka an den jüdischen Feiertagen geschehen ist? Ja, ich erinnere mich. Es war kurz vor Pfingsten, dem jüdischen Pfingstfest. Man nahm Männer, junge Männer von 18, 22 bis 25 und verschleppte sie in einen Wald. Dort wurde eine Art Kampf inszeniert. Denn damals waren bereits Partisanen tätig. Man tat so, als ob die Juden eben als Partisanen gekämpft hätten. Dann wurde das alles fotografiert und danach tötete man die Juden. Ich war bei der Beerdigung dieser jungen Burschen dabei und ich sah ihre geschundenen Körper. Kennt ihr so der Mann, wo es Mord gemacht dort mit frommen Juden? Ich habe gewohnt, da Pfingste. Was geschah mit den frommen Juden? Erinnern Sie sich auch daran? Ja, ich erinnere mich. Vor dem Haus, in dem ich wohnte, gab es nämlich eine Anhöhe. Dort sah ich, wie man 20 orthodoxe Juden zusammentrieb, die man aus ihren Wohnungen geholt hatte. Sie trugen ihre religiösen Gewänder. Man zwang sie, Psalmen zu singen und zu beten und die Hände gen Himmel zu heben. Dann gingen deutsche Offiziere auf sie zu, begossen sie mit Benzin oder Petroleum und zündeten sie an. Das sahen sie mit ihren eigenen Augen? Ich rufe Herrn Novak Zabludowitsch in den Zeugenstand. Bitte Ruhe im Saal. Als die Juden in Reihen aufgestellt waren, trat der deutsche Bürgermeister auf sie zu. Die Juden sagten, Guten Morgen, Herr Bürgermeister, und nahmen den Hut ab. Er antwortete, Guten Morgen, Schweine. Mit dem Knüppel, den er in der Hand hielt, fing er an, auf jeden einzuschlagen, der ihm gerade unter die Hand kam, bis er sich an jüdischem Blut satt gesehen hatte. Dann wurden die Juden in Arbeitsgruppen eingeteilt, um zwangsweise Straßenbau und ähnliche Arbeiten zu verrichten. Wie lange dauerte so ein Arbeitstag? Von 6 Uhr morgens bis Einbruch der Dunkelheit. Es gab keine festgesetzten Arbeitszeiten. Es war da so ein lehnstuhlartiger Sessel und in der Mitte am Rücken gab es eine Öffnung. Man sagte mir, ich solle mich mit dem Bauch auf diesen Sessel legen. Einer nahm meinen Kopf, der andere meine Beine. Ich kniete. Zwei nahmen bleigespickte Peitschen heraus und schlugen auf mich ein. Ich konnte nicht einmal schreien, da sie mir die Kehle zuschnürten. Ich merkte, wie ich überall von Blut feucht wurde. Ich weiß nicht, wie viele Peitschenschläge sie mir versetzt hatten. Soweit ich konnte, versuchte ich, mit allen noch übrig gebliebenen Kräften mich zu befreien. Da ging der Stuhl kaputt. Und sie schrien, der Hund hat den Sessel kaputt gemacht. Sie nahmen die schweren Eichenfüße vom Stuhl und fingen an, auf meinen Kopf einzuschlagen, bis die schweren Holzbeine zerbrachen. Dann bin ich ohnmächtig geworden. Ich wachte auf. Ich sah, dass ich in einer Blutlache lag. Es war 1 Uhr mittags. Sie sagten, sie müssten jetzt Mittag essen. Und jemand sagte, ja, jetzt ist Mittagspause. Nach einer halben Stunde war ich wieder zu mir gekommen. Im Zimmer stand ein viereckiger Kachelofen. Man sagte mir, aufstehen, rauf, runter, auf diesen Ofen herauf und von diesem Ofen wieder herunter. Bis ich umfiel und sie anflehte, ich bitte Sie, erschießen Sie mich doch. Da sagte er mir, schade um die Patrone, du wirst sowieso krepieren. Er versetzte mir einen Fußtritt in den Mund, sodass sämtliche Zähne herausflogen. Zur selben Zeit kamen die anderen Gestapo-Leute wieder zurück und fingen mit einer neuen Methode an. Da stand eine kleine Schachtel auf dem Schreibtisch des Gestapo-Beamten, ungefähr so groß wie ein Telefon. Und dann fing er an, Schnüre herauszunehmen. Der verhörende Offizier fragte mich, wissen Sie, was das ist?
Ich sagte, ich sehe einen elektrischen Apparat. Und er sagte, wenn du nicht die Wahrheit sagst, so wirst du sofort mit diesem Apparat sprechen. Man gab mir beide Enden, die mit Klammern verbunden waren, und man fing an, auf einer Telefonscheibe zu drehen. Ich fühlte den elektrischen Strom, der durch meine Hände ging. Und es wurde immer rascher und rascher. Ich fing an, von Wand zu laufen, durch den elektrischen Schock. Und außerdem schlugen sie noch auf meinen Kopf ein. Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt noch am Leben geblieben bin. Als Jakob Gurfein, ein früherer Galizier, gefragt wurde, warum protestierten sie eigentlich nicht? Warum wehrten sie sich nicht gegen die Taten, die an ihnen verübt wurden? Da gab er die folgende Antwort. Wir hatten keine Kraft mehr. Wir wollten die ganze Sache so schnell wie möglich hinter uns bringen. Es sollte endlich alles vorbei sein. Wir konnten nicht mehr. Es war 1943. Nach so vielen Jahren des Widerstandes hatten wir einfach keine Kraft mehr. Ihr wolltet, dass es schnell zu Ende geht? Ja, das wollten wir. Aber warum sprangen Sie dann aus dem Zug? Ich folgte einem inneren Impuls. Es war ganz instinktiv. Ich kann mir das selbst nicht recht erklären. Ein Funke Hoffnung vielleicht. Doch wahrscheinlich wäre ich nicht herausgesprungen, wenn mich nicht meine Mutter mit letzter Kraft aus dem Wagen gestoßen hätte. Und wie wurden sie gerettet aus dieser Hölle? Nachdem ich aus dem Zug gesprungen war, ging ich zu Fuß in Richtung Jaroslav. Von dort kam ich nach Šelić. Ich sagte nicht, dass ich Jude sei. Ich ging in irgendein christliches Haus hinein und dort ließ man mich übernachten. Zum ersten Male seit 4 Wochen gab es mitten in einer Zeugenaussage einen Zwischenfall. In der Vormittagssitzung des Montag ertönten Rufe von der Galerie: Bluthund, Bluthund, ich will ihn mit eigenen Händen töten. Er mordete meine ganze Familie. Alle Köpfe drehten sich rum im Gerichtssaal herum. Aber ehe der Mann in Richtung Eichmann vordringen konnte, hatten ihn 2 Polizisten überwältigt und aus dem Saal geführt. Atam amata mashuhu. Der Rufer war der frühere Ungar Zvi Schäffer, aus dessen Familie von 66 Menschen 62 umgekommen sind. Kaum hatte Schäffer den Saal verlassen, klopfte Richter Landau 3-mal auf den Tisch und die Verhandlung ging weiter, als sei nichts geschehen. Schäffer wurde, nachdem er sich gefasst hatte, wieder in den Gerichtssaal eingelassen. Nach einer Debatte zwischen Staatsanwalt Hausner und Dr. Servatius über die Zulässigkeit bestimmter polnischer Dokumente nahm das Gericht den Bericht der polnischen Regierungskommission nicht als Beweis für die Verantwortung Eichmanns an den betreffenden Geschehnissen an. Besonders hart und sachlich sagte der Zeuge Leon Wildecker-Welz aus, der Zeuge, der aus Lwów in Polen stammt, nach USA gelangte und heute eine wichtige wissenschaftliche Position in den Vereinigten Staaten innehat, gab das folgende Bild der Lage aus jenen Tagen. Ihr voller Name bitte. Leon Velička-Welz. Leon Velička-Welz, wie buchstabieren Sie das? Velička, W-E-L-I-C-K-E-R. Sie waren das zweitälteste Kind Ihrer Eltern? Jawohl. Wie viele Brüder und Schwestern hatten Sie? Ich hatte 2 Brüder und 4 Schwestern.
Überlebte irgendeiner ihrer Brüder oder Schwestern die deutsche Besetzung Galiciens? Nein. Sie sind also der einzige Überlebende. Ja, ich bin der einzige Überlebende. Nicht nur der engeren Familie, sondern auch der ganzen Verwandtschaft, einschließlich aller Vettern, Cousinen und so weiter. Insgesamt waren wir etwa über 76 Personen. Also, später lernten Sie die Ränge und Abzeichen der SS-Leute kennen? War Ihnen bekannt, um was für SS-Leute es sich hier handelte? Erst später lernte ich die verschiedenen Ränge kennen. Wir hatten ja leider Gottes immer engeren Kontakt mit ihnen und wir lernten allmählich die Abzeichen unterscheiden. Anfangs konnte ich das noch nicht. Und was geschah dann? Diese Art von geistiger Tortur dauerte bis zum Abend. Am Abend sagte man uns, wir sollten uns auf den Boden legen, auf dem Hinterhof, mit dem Gesicht auf der Erde. Maschinengewehrsalven wurden über uns abgefeuert und man sagte uns, wer den Kopf hebt, wird erschossen. Dann begann es dunkel zu werden. Man fing jetzt an, einzelne von uns, meiner Ansicht nach ganz wahllos und planlos. Ich konnte es auch nicht genau feststellen, weil ich ja mit dem Gesicht in den Sand gedrückt lag. Einige von uns also fing man an zu zwingen, herumzurennen. Sie wurden geschlagen, aber sie durften sich nicht hinlegen. Man schlug weiter auf sie ein, und wenn sie hinfielen, jagte man sie auf und zwang sie, weiter zu rennen. Das dauerte die ganze Nacht. Bei Sonnenaufgang am nächsten Morgen durften wir uns hinsetzen, und da sah ich, dass andere ringsum herumhockten mit zerbrochenen Schädeln und heraushängenden Gedärmen. Sie saßen da wie Tote. Es mögen ihrer vielleicht einige hundert von den insgesamt 5000 gewesen sein, die so zugerichtet waren. Ihre Schädel waren zertrümmert. Man konnte das Gehirn heraustreten sehen. Das war das Ergebnis dieser Nacht. Wollen Sie damit sagen, dass einige von diesen Leuten noch am Leben waren? Nein, das sah nur so aus. Sie machten nur den Eindruck, aber sie bewegten sich nicht. Sie waren tot. Eine Woche später kam SS-Untersturmführer Willhausen ins Konzentrationslager. Zu dieser Zeit fing ein Schießwettbewerb zwischen Gebauer und Willhausen an. Sie standen an ihrem Fenster. Während die Menschen auf dem Hof Steine hin und her schleppten, da schossen sie aus dem Fenster hinaus und versuchten, entweder die Nasenspitze zu treffen oder einen Finger. Darin bestand der Wettbewerb. Nachdem die Schießereien am Abend eingestellt waren, gingen die beiden herum und suchten die sogenannten kaputten Leute heraus, also diejenigen, die verletzt waren, aber noch lebten, und gaben ihnen dann den Fangschuss. Schließlich waren ja verletzte Leute nutzlos. Darum wurde ihnen der Fangschuss gegeben. Bitte schön. Ich habe auf einen, bitte jetzt übersetze. Ich habe auf den Zwischenruf, auf das, den als Zwischenruf, auf das auf Zwischenruf aufgefasste Gelächter mit einem Zwischenruf reagiert, der folgenden Wortlaut hat. Lachen Sie nicht. Ich erwähne den Namen des Herrn Bundeskanzlers Adenauer nur aus Höflichkeit vor unseren Gastgeber nicht. Ich selbst könnte sehr viel über ihn sagen, worüber Sie nichts zu lachen, sondern zu weinen hätten. Das war mein Zwischenruf. Und jetzt übersetzen Sie den. Ich habe hier Herrn Diplom-Ingenieur Simon Wiesenthal aus Linz. Diplom-Ingenieur Simon Wiesenthal ist Ihnen, meine Damen und Herren, ja sicher bekannt. Denn er ist einer der Männer, der seit 15 Jahren auf den Spuren Adolfs Eichmanns war. Und ihm ist es ja mit zu verdanken, dass Adolf Eichmann gefunden und jetzt vor Gericht gestellt ist.
Nun, Herr Diplom-Ingenieur-Wiesenthal, Sie waren auch bei dieser Pressekonferenz. Welchen Eindruck haben Sie über die ganzen Reden, über die ganzen Ausführungen von Kaul? Denn Sie sind ja legitimiert, darüber etwas zu sagen. Mehr legitimiert als jeder andere. Um über den Eindruck von dieser Pressekonferenz zu sprechen, müssen wir vorerst darüber sprechen, unter welchem Eindruck wir jetzt seit über 2 Wochen stehen, überhaupt, als Juden und als Überlebende dieses großen Blutbades. Unsere Nerven sind überspannt von dem, was wir täglich hören, nicht wahr? Und wir versetzen uns wieder zurück in diese unglückliche Zeit. Und ich halte es für eine Instinktlosigkeit, dass gerade inmitten einer solchen seelischen Belastung, denen die Juden hier in Israel nicht wahr unterworfen sind, dass einer hier kommt und einen politischen Laden öffnet und versucht, nicht wahr, eine Propaganda zu treiben. Ich will mich hier nicht aussprechen über den Inhalt dieser Propaganda, aber gerade heute war ein sehr schwerer Tag im Gericht für alle, die es zugehört haben. Frauen sind in Ohnmacht gefallen, wie sie sich erinnert haben, nicht wahr, an die fürchterlichen Vorgänge, die in unmittelbarer Vergangenheit, weil wir leben ja noch laufend in diesen Erinnerungen und daher ist sie für uns unmittelbar noch. Andererseits kann ich nicht verstehen, wenn Westdeutschland, ein Land mit 50 Millionen Einwohnern, nicht auf einige hundert Leute, vielleicht sind es nur einige Dutzend Leute, nicht verzichten kann, die immer Angriffsflächen bieten. Und es müssen doch schließlich aus einem so großen Volk, nicht wahr, sich Leute finden, nicht wahr, um diese zu ersetzen. Ja, Herr Ingenieur Wiesenthal, wenn wir jetzt den Eindruck dieser Pressekonferenz zusammenfassen, glauben Sie, dass Dr. Kaul, der aus Ost-Berlin hier erschienen ist, mit seinen Propagandathesen bei den Juden selbst, also bei den Israelis, Erfolg hat? Sie haben doch heute Abend mit einigen Israelis gesprochen. Welchen Eindruck haben Sie? Wirkt diese, ich möchte sagen, primitive Propaganda Kauls hier überhaupt in Jerusalem? Die Dokumente, die man uns gezeigt hat, waren nicht überzeugend. Und das kam ja auch zum Ausdruck von vielen Sprechern der Konferenz, nicht wahr? Wo direkt, nicht wahr, die Echtheit angezweifelt wurde. Und ich glaube nicht, wir befinden uns ja heute gerade in diesem Prozessstadium auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Wir sind heute in dem Stadium der Vernichtung. Also wir sprechen ja über die Vernichtung, verstehe, nicht wahr? Also in einer Zeit, wo man sich ja überhaupt nicht mehr geschert hat, um diese alle, ob der Jude das J hatte und oder den Vornamen oder einen anderen hatte. Natürlich sind das auch wesentliche Faktoren, aber heute, gerade in diesem Prozessstadium, haben sie deplaciert gewirkt. Das ist meine persönliche Meinung. Ich kann ja nur das aussprechen, aber ich habe in vielen Journalistenkreisen, nicht wahr, und auch im Prozessgebäude, nicht wahr, kam es von vielen Seiten, von Juden und von Nichtjuden zur Sprache. Gut. Herr Diplom-Ingenieur Wiesenthal, wir danken Ihnen, dass Sie uns Ihre Eindrücke von dieser Pressekonferenz, die ja erst vor wenigen Stunden zu Ende gegangen ist, übermittelt haben und hoffen, dass solche Propagandapannen Dr. Kauls in Jerusalem während des Prozesses nicht mehr vorkommen. Wir haben jetzt, meine Damen und Herren, die leitenden Männer des Dorfes Bet Yitzhak bei uns. Die Herren, die hier neben uns sitzen, stammen alle aus Deutschland. Sie mussten damals unser Land verlassen. Sie wurden von der Hitler-Regierung hinausgetrieben und waren gezwungen, hier in Israel unter schwersten Bedingungen ein neues Leben aufzubauen. Die Herren, die neben mir sitzen, sind der Reihe nach zunächst Herr Fritz Tau. Herr Fritz Tau ist der Bruder von Max Tau, von Dr. Max Tau, des früheren bekannten deutschen Verlegers, der jetzt in Oslo lebt und unendlich viel für die Wiederherstellung guter Beziehungen zwischen Norwegen und Deutschland getan hat. Neben ihm sitzt Herr Meyerson und neben Herrn Meyerson Herr Weißenstein. Beide Herren sind leitend hier in der Organisation des Dorfes tätig. Ja, meine Herren, nun ist der Eichmann-Prozess ja bereits seit 4 Wochen im Gang und wir würden nun gern einmal von Ihnen hören, wie Sie diesen Prozess und seine Wirkungen beurteilen.
Herr Meyerson, dürfen Sie bitten, zu beginnen? Ich glaube, der Eichmann-Prozess ist für uns hier insofern wichtig, weil auch die Jugend in Israel sehr wenig über das weiß, was vor 1938 in Deutschland passiert ist. Wahrscheinlich ist bei der deutschen Jugend dasselbe der Fall. Das scheint mir das Wichtigste zu sein, was ich dazu sagen kann. Herr Weißenstein, glauben Sie nicht, dass durch diesen Eichmann-Prozess in Jerusalem bei der älteren Generation hier in Israel alte Wunden wieder aufgerissen werden, dass dadurch vielleicht die Verständigung zwischen Juden und Deutschen durch das ganze neue Aufrollen des furchtbaren Geschehens erschwert wird, dass wir vielleicht in der Geschichte etwas zurückgeworfen werden, in der Geschichte der Verständigung zwischen Juden und Deutschen? Selbstverständlich werden alte Wunden aufgerissen und ich muss für mich selber sagen, dass die Berichte über den Eichmann-Prozess sowohl in der Zeitung als auch im Radio, die wir hier bekommen, ungeheuer aufregend sind. Aber ich lese jeden dieser Berichte. Und zwar unter dem Motto, ich will mich nicht davor drücken, diese furchtbaren Geschehnisse, die damals vor sich gegangen sind, zu lesen und auf mich auch einwirken zu lassen. Meine Ansicht ist, dass das ein Menetekel sein soll in unserer Zeit, was einmal in der Welt geschehen soll, das Weltgewissen aufzurütteln und zu versuchen, alles zu tun, damit sich eine so ungeheure Katastrophe nicht noch einmal wiederholt. Ja, meine Herren, Sie und wir hören sicherlich mit dem gleichen Entsetzen, was damals geschah. Können Sie uns sagen, worin lag denn nach Ihrer Meinung das größte Versagen der Deutschen in jener Zeit? Herr Tau, bitte. Ja, ich möchte noch einmal auf die erste Frage eingehen. Die Erschütterung der Bevölkerung aus Mitteleuropa, insbesondere natürlich aus Deutschland, durch die Aufrollung des Prozesses ist ungeheuerlich, insbesondere auch in Jerusalem. Ja. Ich war vor wenigen Tagen dort und es gibt kaum einen, der nicht irgendwie innerlich erschüttert und erfasst ist durch den Prozess. Die Frage ist, kann das deutsche Volk und auch die anderen Völker ein für alle Mal immun werden, dass sie zurückfallen in das Tierische und Tierhafte, wie es das deutsche Volk in großen Teilen beim deutschen Volk der Fall gewesen ist. Ja. Können wir Instanzen und Institutionen schaffen, die Menschheit und die Völker davon bewahren, noch einmal ein solches Geschehen zu lassen? Für mich war eins der bleibendsten Eindrücke, dass in einer kleinen Stadt, in der wir gelebt haben, in der es eine verhältnismäßig kleine jüdische Gemeinde gegeben hat, die in einem guten Verhältnis zu der Bevölkerung stand, von einem Tag zum anderen eine derartige Umstellung in der Gesinnung vorkommen konnte, wie sie besonders in den Jahren 1933 bis 1938 gemerkt haben. Ich habe Verständnis dafür, dass nach 1938 eine gewisse Gefahr damit verbunden war, öffentlich seine Meinung zu sagen. Aber das Fehlen von Zivilcourage in der vorhergehenden Zeit ist etwas, für das ich heute noch kein Verständnis aufbringen kann. Und was die Einstellung, meine persönliche Einstellung zu Deutschland immer weiter beeindrucken wird. Herr Weißenstein, nach all dem, jetzt läuft der Eichmann-Prozess, wenn Sie persönlich einem Deutschen begegnen, sind Sie da gehemmt? Mit welchen Gefühlen stehen Sie persönlich jetzt einem Deutschen gegenüber? Wenn ich ehrlich sein will, ich hätte mir vor 10 oder 12 Jahren nicht vorstellen können, dass ich noch einmal mit Deutschen zusammenkomme. Aber die Zeit heilt Wunden. Ich war vor einem halben Jahr in Deutschland und ich versuche, das Gute zu finden. Vielleicht ist das eine individuelle Einstellung. Ich habe mit den Menschen dort gesprochen. Wie ich Deutschland betreten habe, um ehrlich zu sein, habe ich mir die Menschen, mit denen ich zusammengekommen bin, immer wieder angeschaut und habe mir die Frage gestellt, konnte er auch dabei gewesen sein? Aber wie gesagt, man muss bestrebt sein, alte Wunden verheilen zu lassen. Und ich hoffe, dass die Menschheit aus den Dingen, die sich abgespielt haben, gelernt haben werden und dass eine derartige Katastrophe sich nicht mehr wiederholen kann. Nach diesem Gespräch in Bet Yitzhak
Folgen Sie uns bitte in den Gerichtssaal. Chronologisch müssen wir mit dem Gerichtsbeschluss beginnen, den Oberrichter Landau bezüglich der Forderungen von Dr. Servatius, 4 Entlastungszeugen aus der Republik zu laden, bekannt gab. Der Verteidiger beantragte die Vorladung von 3 Zeugen. Professor Alfred Six, Rechtsanwalt Dr. Max Merten und Hermann Krumay. Was den 4. Zeugen, Eberhard von Tadden, betrifft, beantragte er, die beiden eidesstattlichen Erklärungen, welche die Anklage eingereicht habe, nicht als Beweismittel zuzulassen, es sei denn, dass der Zeuge vor diesem Gericht erscheint. Das Gericht beschließt, die Regierung der Bundesrepublik Deutschland zu ersuchen, die Einvernahme der 4 genannten Zeugen in der Bundesrepublik zu veranlassen. Die Zeugen sollen dort über die Tatbestände vernommen werden, die der Verteidiger in seinem Antrag erwähnt hat. Nach dieser Entscheidung standen die Aussagen der Zeugen Zvia Lubetkin und Jischak Zuckermann im Vordergrund des Prozessgeschehens. Alles blickte gespannt auf den Zeugenstand, als Zvia Lubetkin erschien, um vereidigt zu werden. Nachdem die Zeugin über die ersten Maßnahmen gegen die Juden in Warschau berichtet hatte, erzählte sie in sachlicher und eindrucksvoller Weise weiter. Es gelang uns, Professoren und Lehrer zu überreden, den Menschen im Ghetto Bibelunterricht zu geben und ihnen über Menschenehre und den Glauben an die Menschenrechte zu sprechen. Ihnen von der Geschichte des eigenen Volkes zu erzählen, von Beispielen des Mutes und des Heldentums jüdischer Menschen. Das bedeutete einen ungeheuren Ansporn für die jungen Menschen, die diese Botschaft hinaus in andere Ortschaften in Polen trugen, in denen noch Juden lebten. Sie verbreiteten, was sie gehört hatten, und machten es so den Verfolgten leicht und gaben ihnen Mut zum Aufstand gegen ihre Verfolger und hielten den Funken des Widerstandsgeistes am Leben. Dies betrachteten wir als eine der wichtigsten Aufgaben, die wir unter den schwierigen Bedingungen, unter denen wir lebten, zu erfüllen hatten. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand von Ihnen hier wirklich vorstellen kann, was es bedeutet, Hunger zu leiden. Hunger oder richtiger, einen Zwischenzustand zwischen Hunger und Hungertod. Wenn man schon gänzlich vom Hunger überwältigt ist, spürt man nicht mehr viel. Aber wenn man Monate oder gar Jahre lang von einem Stück Brot lebt oder einem Teller dünner Suppe, ist man außerstande, an irgendetwas zu denken, als eben an ein Stück Brot. Wenn es uns nun dennoch gelang, die jungen Menschen im Ghetto von der ständigen Vorstellung des Hungerns und der Befriedigung des Hungerns einen Augenblick lang abzulenken und sie auf andere Gedanken zu bringen, wenn es uns gelang, in unseren Kursen und Unterrichtsstunden in diesen Hunderten von jungen Menschen aus Warschau oder Warschaus Umgebung Interesse für irgendwelche geistigen und kulturellen Dinge zu wecken, so betrachteten wir das als einen großen Erfolg unserer Anstrengungen. Über den Kampf der Juden im Warschau-Ghetto sagte Zvia Lubetkin. Um 12 Uhr nachts kam ein Polizist, ein jüdischer Polizist, und sagte uns, das Ghetto sei umzingelt. Und was sagten wir nun den Juden? Wir sagten ihnen, dass in dieser Nacht, wer immer Waffen zur Hand habe, zum Kampf bereit sein müsse. Nicht nur wir Mitglieder der Widerstandsgruppen hatten damals Waffen, sondern auch viele andere Juden. Wir ordneten an, dass alle Juden, die keine Waffen besaßen, in die Keller zu gehen hätten, die wir wie Bunker befestigt hatten. Wir ordneten ferner an, dass im ersten Augenblick der Unordnung und des Durcheinanders diese Juden versuchen sollten, aus dem Ghetto auszubrechen, in den freien Teil Warschaus oder in die Wälder. Jeder, der könne, solle versuchen, sich zu retten. Den Kampfgruppen brauchten wir keine besonderen Befehle zu erteilen, denn diese jungen Männer und Frauen hatten seit Monaten auf diesen Augenblick gewartet. Den Augenblick nämlich, in dem es ihnen möglich sein würde, auf Deutsche zu schießen. Und nun war dieser Augenblick gekommen. Also, am Morgen des nächsten Tages stand ich auf dem Dachboden des Hauses Alewski, Straße Nummer 23, und ich sah Tausende von Deutschen, die das Ghetto umzingelt hatten. Sie waren mit Maschinengewehren und Maschinenpistolen bewaffnet und begannen, in das Ghetto einzudringen. Es waren wirklich Tausende. Mit ihrer Ausrüstung und der Art, wie sie vorrückten, sah es aus, als ob sie zum Angriff irgendwo an der Front in Russland angetreten seien.
Ihnen gegenüber standen wir, einige 20 junge Juden, Männer und Frauen. Was waren schon unsere Waffen gegen diese Streitmacht? Jeder von uns hatte eine Pistole und eine Handgranate. Unsere ganze Gruppe besaß nur 2 Gewehre. Dazu kamen selbst angefertigte Bomben, sogenannte Molotow-Cocktails, deren Zünder man mit Streichhölzern anstecken musste. Es war ein eigentümliches Gefühl. Hier standen wir, eine Handvoll junger Männer und Frauen, und uns gegenüber stand ein Heer schwer bewaffneter Deutscher. Wir fühlten, dass die Entscheidung sich näherte, aber wir waren voller Zuversicht. Zwar wussten wir, dass wir unterliegen würden, aber wir waren auch entschlossen, unser Leben so teuer wie möglich zu verkaufen. Ich weiß, es klingt unglaublich, aber wir trauten selbst kaum unseren Augen. Aber die ersten Deutschen wichen vor unseren Handgranaten und Molotow-Cocktails zurück. Wir sahen deutsches Blut in den Straßen von Warschau fließen, den gleichen Straßen, in denen so viel jüdisches Blut geflossen war. Wir waren erfüllt von einer ungeheuren Genugtuung. Wir dachten nicht mehr daran, was uns der nächste Tag bringen würde. Wir sahen das Wunder der Wunder. Die deutschen Helden wichen zurück. Ja, sie flohen vor ein paar jüdischen Handgranaten und selbstgebastelten Bomben. Wir sahen, wie die deutschen Offiziere ihren Leuten den Rückzug befahlen und die Toten und Verletzten mitzunehmen. Aber keiner kam dazu zurück. Wir konnten uns nachher den deutschen Verwundeten und Toten nähern und ihnen die Gewehre abnehmen. Und so kam es, dass wir an diesem ersten Tag des Kampfes mit unseren kümmerlichen Waffen die Deutschen aus dem Ghetto vertrieben hatten. Aber natürlich kamen sie wieder. Als der Aufstand begann, wussten sie da, wie er ausgehen würde? Glaubten sie, dass es irgendeine Chance gäbe, das deutsche Militär zu besiegen? Nein, wir wussten, dass wir keinerlei Chance hatten. Das war uns allen völlig klar. Es war doch April 1943. Die ersten Siege der Roten Armee begannen sich zwar abzuzeichnen, aber es war uns dennoch sonnenklar, dass wir keinerlei Aussicht hatten, diesen ungleichen Kampf zu gewinnen. Jedenfalls nicht gewinnen im üblichen, im militärischen Sinn des Wortes, meine ich. Aber glauben Sie mir, es ist keine leere Phrase. Trotz der Gewalt und Übermacht der Deutschen wussten wir, dass letzten Endes wir die Sieger sein würden, wir die Schwachen. Das gab uns Kraft und Zuversicht und den Glauben an das Recht und an den Menschen und dass es etwas gab, das stärker war als all diese Unmenschen. Die weiteren Zeugenaussagen standen im Zeichen der Schilderungen des Untergangs der jüdischen Gemeinden in Oberschlesien, Bialystok, Wilna und Kovno. Dr. Aharon Perk, Leiter der gynäkologischen Abteilung im Rambam-Krankenhaus in Haifa, berichtete über die Verfolgung in Kovno, wo er sich bei Kriegsausbruch befand. Im Juli 1942 wurde ein Befehl ausgegeben, dass Frauen im Ghetto weder schwanger werden noch gebären dürften. Ich muss gestehen, weder der Ältestenrat noch wir Ärzte nahmen diesen Befehl so ernst, wie er es verdiente. Wenn immer uns ein neuer Schlag zugefügt wurde, verging einige Zeit, bis wir uns daran gewöhnt hatten und wussten, was wir tun sollten. Aber nachdem eine Frau in den letzten Monaten der Schwangerschaft einmal zu mir gekommen war und mir sagte, ein SS-Mann habe sie in einer Gasse des Ghettos angehalten, ihre Adresse aufgeschrieben und ihr gesagt, er würde nach 14 Tagen wiederkommen und wenn sie dann noch in der Schwangerschaft wäre, würde er sie erschießen. Da ging mir ein Licht auf und ich bekam als Gynäkologe von dem Ältestenrat den Auftrag, jede Schwangerschaft, die mir bekannt würde, zu unterbrechen. Da erst versuchten wir bei den Deutschen zu erreichen, dass wenigstens die Schwangerschaften im 8. und 9. Monat ausgetragen werden dürften, dass in diesen Fällen Geburten erlaubt sein sollten und nur bis zum 6. und 7. Monat die Schwangerschaft zu unterbrechen sei. Schwangerschaft im 6. oder 7. Monat zu unterbrechen, ist eine große und gefährliche Operation. Da man das Krankenhaus niedergebrannt hatte, mussten wir alle diese Operationen unter den schwierigsten und ungünstigsten Bedingungen in den Wohnungen, Kellern und Küchen und in größter Enge ausführen. Natürlich gab es dabei Opfer. Ich erinnere mich an einen Anwalt,
der mit seiner Frau zu mir kam, die endlich schwanger geworden war, nach vielen Jahren. Die Frau kam zu mir und sagte, ich bin schwanger, aber ich will die Schwangerschaft nicht unterbrechen. Es sei doch jetzt die Konferenz von Casablanca, sagte sie. Vielleicht. Wir hofften nämlich jedes Mal, dass solch eine Konferenz für uns eine Wendung zum Besseren bedeuten könne. Vielleicht, meinte sie, solle man doch mit der Abtreibung so lange warten, bis die Konferenz von Casablanca vorbei sei. Ich sagte ja. Aber selbstverständlich brachte uns Casablanca nicht die Rettung. Die 29. Sitzung brachte zunächst eine Debatte über neue Anträge von Dr. Servatius. Zeuge Noske erteilte Befehle an Einsatzgruppen und erhielt Berichte von diesen Einsatzgruppen. Weitere Ausführungen hierüber werde ich im weiteren Verlauf des Verfahrens nachreichen. Ich werde auf dieses Dokument später zurückkommen. Ich würde jetzt nur bitten, ob der Herr Generalstaatsanwalt mir sagen kann, ob der Zeuge noch lebt, weil ich ihn dann als Zeuge gerne vernehmen möchte. Herr Hausner, was haben Sie hierzu vorzubringen? Ich kann das im Augenblick nicht genau sagen, aber ich werde versuchen, es festzustellen, soweit es möglich ist. Wir wissen, dass Noske vor Gericht gestellt wurde, aber sein weiteres Schicksal ist uns unbekannt. War er angeklagt im Nürnberger Prozess? In diesem Verfahren war er Zeuge, aber er wurde später auch vor Gericht gestellt. Noske soll Sonderkommandeur der Einsatzgruppe 7b gewesen sein. Er wurde zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt. Das Urteil wurde zu 10 Jahren gemildert und er wurde anscheinend im Januar 1951 entlassen. Ob er noch lebt, ist uns nicht bekannt. Es scheint mir wertvoll, den Zeugen zu hören, denn wenn man dieses Schriftstück durchsieht, dann stellt man fest, dass der vernehmende Richter Bedenken hatte, die Aussagen als glaubhaft anzunehmen. Er stellt verschiedene Fragen, was sich bei der Lektüre des Dokuments ergibt. Dann erschien als einer der wichtigsten Zeugen der Anklage Chaim Berndt, der über die Vernichtung der Juden in Minsk aussagte. Das Ghetto war bereits überfüllt. Das Gelände war relativ klein und man brachte nun aus Berlin weitere 1500 Juden nach Minsk und stopfte sie einfach in die Hausflure und Korridore. In den Zimmern gab es keinen Platz mehr. Nachher wurde ein besonderes Ghetto für den Transport aus Berlin eingerichtet und ein zweites Sonderghetto daneben für die Juden aus Hamburg. Eine Straße zwischen diesen beiden Ghettos war die Grenze. Wie viele Personen wohnten in Ihrem Zimmer? Wir waren 7 in unserem Zimmer. Das waren also Sie, Ihre Frau und noch 5 andere. Ja. Und was geschah dann? Bitte, Herr Behrendt, sagen Sie es uns, ohne allzu viel Worte zu gebrauchen. Man mordete 30.000 Juden. Wer hat sie ermordet? Die SS. Und wo war das? Im Ghetto selbst. Das russische Ghetto wurde hermetisch abgeriegelt gegen das sogenannte Berliner Ghetto. Und alle, die darin waren, wurden getötet. Das heißt, alle, die nicht zur Arbeit gegangen waren. Sie wurden hingemordet mit Maschinenpistolen. Starben auch Leute an Hunger? Ja, sehr viele. Also bis Ende des Winters 1942 auf 43 arbeiteten Sie als Heizer, Herr Behrendt. Wie viele aus Ihrer Arbeitsgruppe waren zum Schluss noch am Leben? Nur ich. Ich bin der einzige Überlebende. Als nächster Zeuge wurde Dr. Beermann in den Zeugenstand gerufen. Er schilderte seine Arbeit nach dem Kriege, die sich mit dem Schicksal jüdischer Waisenkinder befasste. Dabei machte er folgende Feststellungen. Die erste große Vernichtungsaktion begann, wie bekannt, am 22. Juli 1942. Am selben Tage waren die ersten Opfer dieser Aktion jüdische Kinder. Und ich werde die haarsträubenden, schauerlichen Szenen und Einzelheiten dieser ersten Tage nie vergessen. Mit einer Barbarei sondergleichen stürzten sich die SS-Leute und ihre Helfershelfer auf alle jüdischen Kinder, die sie auf den Straßen antrafen. Sie schleppten sie zu ihren Lastwagen
und ich erinnere mich, wie die Kinder sich verzweifelt wehrten, und ich höre bis heute ihr Weinen und die Hilfeschreie. Mutter, Mutter, rette mich. Anschließend berichtete derselbe Zeuge Dr. Beermann über einen Besuch im Vernichtungslager Treblinka einige Wochen nach Kriegsende. Einige Wochen, nachdem ich von den vorrückenden russischen Truppen befreit worden war, es war im Januar 1945, sah ich etwas, was mir unvergessen geblieben ist. Ein riesiges Feld, ein Feld, das sich über Kilometer erstreckte, und auf diesem Feld zerstreut Menschenschädel, Knochen und Zehntausende von Schuhen, darunter Tausende von Schuhen kleiner Kinder. Und ein paar dieser Schuhe haben Sie mitgenommen, Herr Beermann? Ja, ich habe sie mitgenommen und hierher gebracht, um sie dem Gericht zu zeigen. Also, Herr Beermann, diese Schuhe haben Sie stets bei sich gehabt bis zum heutigen Tage, als Erinnerung an dieses Feld bei Treblinka? Ja, ich betrachte sie als ein teures Andenken. Ich wusste, dass mehr als 1 Million solcher kleinen Schuhe auf den verschiedenen Totenfeldern Europas zerstreut herumlagen. Ich danke Ihnen, Herr Beermann. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bitte folgen Sie uns, bevor wir Sie wieder in den Gerichtssaal zu Jerusalem führen, zu einem kurzen Besuch in dem weltbekannten Yad Vashem-Institut, dem großen historischen Dokumentationszentrum des Staates Israel. Gleich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges tauchte das Projekt auf, zum Gedenken an die jüdischen Opfer des Naziregimes auf israelischem Boden eine würdige Gedenkstätte zu errichten. Erst nach der Gründung des Staates Israel konnte dieser Plan in Angriff genommen werden, und am 15. August 1953 verabschiedete die Knesset, das israelische Parlament, in feierlicher Sitzung das Gesetz zum Gedenken an die Märtyrer und Helden des jüdischen Volkes. Mit diesem gesetzlichen Akt wurde auch Yad Vashem ins Leben gerufen. In erster Linie ist dieses Institut beauftragt, die Erinnerung an die 6 Millionen ermordeter Juden in würdiger Form zu pflegen. 2 Tage nach dem Prozessbeginn gegen Adolf Eichmann wurde auf dem Herzlberg das Yad Vashem Memorial feierlich eingeweiht, und seitdem pilgern Tag für Tag Juden aus allen Teilen der Welt hierher, um ihre ermordeten Brüder und Schwestern zu gedenken. Eine zweite, weit wichtigere Aufgabe erfüllt Yad Vashem mit der Sammlung von Dokumenten, die sich fast ausschließlich mit der Katastrophe befassen, die durch das Dritte Reich über die Juden hereingebrochen ist. In jahrelanger, zäher Kleinarbeit wurden aus allen Teilen der Welt Berichte, Zeugenaussagen und Dokumente aus den Nazi-Archiven nach Jerusalem gebracht. Für die Vorbereitung des Prozesses gegen Adolf Eichmann waren die Archive Yad Vashems unentbehrlich. Hier lagern noch viele bisher unbekannte Dokumente aus der Nazi-Zeit, die es vielleicht ermöglichen werden, dass auch andere Kriegsverbrecher, die heute noch irgendwo unter falschem Namen leben, der gerechten Strafe zugeführt werden. Der Direktor von Yad Vashem, Dr. Kubobi, war so liebenswürdig, uns zu einem kurzen Gespräch zu empfangen. Herr Dr. Kubobi, Sie haben hier, wie ich gesehen habe, 30.000 Bände, eine große Bibliothek. Wie viele Dokumente haben Sie in Ihrem Archiv? Wir glauben, dass wir hier 25 Millionen Dokumente haben. Den größten Teil dieser Dokumente besitzen wir im Mikrofilm. Ja. 2,5 Millionen Originaldokumente. Ja, und diese Dokumente beziehen sich alle auf die Verbrechen der Nazizeit, die an den Juden begangen wurden. Sie beziehen sich alle auf die Nazi-Epoche. Ja. Ja. Wir vorbereiten hier, wenn ich es so sagen darf, nicht den Eichmann-Prozess. Ja. Wir vorbereiten den Prozess der Geschichte. Ja, aber welches war der Beitrag von Yad Vashem zum Eichmann-Prozess? Konnten Sie die Dokumentation der Verbrechen Eichmanns von hier aus vervollständigen? Ja, ich glaube, der Prozess wäre vielleicht dokumentarisch unmöglich gewesen ohne Yad Vashem. Denn wir haben in 1956 haben wir in London die Archive des Deutschen Auswärtigen Amtes mikrofilmiert. Ah. Also von den Dokumenten
die dem Gericht zugestellt wurden, ja, haben wir ungefähr 500 geliefert. Ja. Wir haben auch den größten Teil der Zeugenaussagen vorbereitet, denn wir haben hier Mitarbeiter, die schon während des Krieges diese Dokumentationsarbeit angefangen haben. Ja, und Sie stehen von Jerusalem aus auch mit den anderen Archiven in der Welt in Verbindung. Ja, überall in der Welt. Aber wir glauben, dass wir vielleicht das größte Archiv, was diese Epoche betrifft, besitzen. Ja, und wie ich glaube, was den Aspekt, natürlich ja, den Aspekt der Judenverfolgung betrifft. Genau. Und wie sind die Pläne in Zukunft von Yad Vashem? Es gibt doch noch Kriegsverbrecher, die nicht gefunden sind. Einige, denen man die Verbrechen noch nicht genau nachweisen konnte. Arbeiten Sie in dieser Richtung Sie auch? Sie wissen, dass wir in engem Kontakt stehen mit Dr. Schüle und mit dem Büro der Landesverwaltung in der Justiz. Ja, in Ludwigsburg. Ja. Wir haben 1500 Namen schon geliefert. Wir haben eine größere Kartothek und wir werden das vervollständigen. Ach so. Und aber Yad Vashem hat ja auch noch einen anderen Zweck als nur die Verfolgung. Nun natürlich, wir vorbereiten den Prozess der Geschichte. Ja. Wir glauben mit Schiller, dass Weltgeschichte ist Weltgericht. Ja. Eine unserer Aufgaben zum Beispiel ist die Vorbereitung einer Enzyklopädie der jüdischen Gemeinden, die vernichtet wurden. Man schätzt die Zahl der Ortschaften mit jüdischer Bevölkerung, die vernichtet wurden, auf 30.000. 30.000. Also eine Beschreibung, ein Lexikon dieser Gemeinden vorzubereiten, ist eine sehr schwierige Aufgabe. Wann schätzen Sie, Dr. Kubowi, dass dieses Lexikon... Wir hoffen, dass wir den ersten Teil schon das nächste Jahr werden veröffentlichen können. Wir wissen nicht, ob wir mit Deutschland anfangen werden oder mit Rumänien oder Ungarn. Denn was Deutschland betrifft, ist natürlich die Arbeit sehr gut dokumentiert. Wir danken vielmals, Herr Dr. Kubowi, aber wir müssen uns jetzt wieder der Berichterstattung aus dem Gerichtssaal zuwenden. Vielen Dank. Am Montag früh gab Generalstaatsanwalt Hausner eine wichtige Entscheidung im Namen der israelischen Regierung bekannt. Er teilte dem Gericht mit, dass zwei hohe ehemalige SS-Führer zur Zeugenaussage nach Jerusalem kommen können. Walter Huppenkoten von der Abteilung 4E der Gestapo und Dr. Walter Höttl von der Auswärtigen Abteilung des Reichssicherheitshauptamtes dürfen nach Israel fahren und aussagen. Diese in Israel sehr umstrittene Entscheidung begründete Hausner folgendermaßen. Mit Erlaubnis des Gerichtshofes erkläre ich, was Höttl und Huppenkoten betrifft, so liegt nichts über von ihnen begangene Verbrechen gegen das jüdische Volk vor. Uns ist nur bekannt, dass sie Organisationen angehörten, die im Sinne des § 3 des Gesetzes zur Bestrafung der Nazis und ihrer Helfer vom Jahre 1950 zu den feindlichen Organisationen zählen. Und obwohl auch diese Zugehörigkeit im Sinne dieses Gesetzes ein Verbrechen ist, dessen wegen sie hier in Israel angeklagt und bestraft werden können, bin ich ermächtigt, mitzuteilen, dass, unter Berücksichtigung der Gründe, die ich sogleich nennen werde, Höttl und Huppenkoten die Erlaubnis erhalten haben, nach Israel zu kommen und hier auszusagen, und dass sie das Land wieder verlassen können, ohne vor Gericht gestellt zu werden. Die Gründe hierfür sind folgende. Erstens, wie ich bereits mitteilte, wissen wir nichts über Verbrechen der beiden gegen das jüdische Volk. Zweitens, die Staatsanwaltschaft zieht in Rechnung und nimmt Bezug darauf, was der Gerichtshof in seinem Beschluss Nummer 11 ausgeführt hat, nämlich, dass grundsätzlich Zeugenaussagen vor diesem Gerichtshof vorzuziehen sind. Drittens, ziehen wir die Mitteilung des Verteidigers in Betracht, dass unter den Zeugen, die er benannt hat, der Zeuge Höttl für ihn einer der wichtigsten sei. Angesichts dieser Umstände und unter Berücksichtigung der genannten Erwägungen teile ich hiermit mit, dass die beiden Zeugen Sichtvermerke für Israel erhalten können und hier nicht vor Gericht gestellt werden wegen Verbrechen gegen das erwähnte israelische Gesetz. Ich darf vielleicht eine aufklärende Frage stellen. Ist es so, dass auch falls sich im Kreuzverhör Belastungen ergeben würden für den Zeugen,
dass auch dann eben die freie Rückkehr gesichert ist. Ja, ich habe erklärt, die beiden werden hier nicht vor Gericht gestellt werden, wegen Handlungen, die in der Vergangenheit von ihnen begangen wurden. Haben Sie noch weitere Fragen, Dr. Servatius? Ich habe keine weitere Bemerkung. In die Art, Herr Roth. Es ist vielleicht nicht sehr populär, heute über einen Mann wie Eichmann sprechen zu müssen und bekennen zu müssen, dass man ihn gekannt hat und sogar gut gekannt hat, wie ich von mir ohne weiteres zugeben möchte. Ich habe Adolf Eichmann 1938 in Wien kennengelernt. Dieser Eichmann hat mir damals außerordentlich viel geholfen und Dienste erwiesen, die ich ihm nie vergessen werde. Sie dürfen nicht vergessen, ich bin Wiener und habe als Wiener zwangsläufig viele jüdische Freunde, Schulkollegen, Bekannte gehabt und kam so an Eichmann, den ich damals bitten musste, für diese Menschen etwas zu tun, die ausreisen wollten, die raus wollten aus Österreich, aus dem neu angeschlossenen Gau des Großdeutschen Reiches. Aber, ich muss auch hier gleich bekennen, Eichmann war durchaus bereit zu helfen und Eichmann war damals alles andere als der Mann, wie man ihn heute kennt. Er wollte die jüdische Auswanderung im großen Maßstab aufziehen. Er hat damals die jüdische Auswanderung in Wien organisiert. Ich glaube, ohne Zahlen zu kennen, dass Eichmann wahrscheinlich 2/3 des österreichischen Judentums auf diese Weise gerettet hat, dass er sie herausbrachte durch diese Zentralstelle. Aber ich kenne auch einen anderen Eichmann. Einen Eichmann, der 1944 mir in Budapest wieder begegnete, wo er mit einem ebenso großen Fanatismus und leider mit einer ebenso großen Begabung die jüdischen Bevölkerungsteile Ungarns in die Vernichtungslager schickte. Auch das ist Eichmann für mich vielleicht etwas neu damals in dieser Rolle, aber ich hatte schon gehört, dass dieser Eichmann eine totale Wandlung gemacht hatte und nun diese furchtbare Rolle, um es sehr theatralisch vielleicht zu sagen, als Spediteur des Todes übernommen hatte. Beides ist Eichmann. Einerseits die Menschen raus aus dem deutschen Herrschaftsbereich und andererseits die Menschen zu Millionen dem Tode auszuliefern. Also, Herr Kovner, Sie haben Jugendgruppen organisiert, um Juden von Kovno nach Bialystok herauszuschmuggeln und wandten sich an einen Deutschen namens Anton Schmidt um Hilfeleistung. Ja, ich möchte dazu zunächst Folgendes erklären. Nein, bitte antworten Sie nur auf meine Fragen. Wer war dieser Anton Schmidt? Anton Schmidt war ein Feldwebel der Wehrmacht aus Österreich. Er gehörte zu einer Einheit, die die Aufgabe hatte, Soldaten, die von ihren Einheiten abgeschnitten worden waren, zu sammeln und zurückzuführen. Die Geschichte dieses Feldwebels Anton Schmidt ist eines der erstaunlichsten und bemerkenswertesten Kapitel dieser ganzen furchtbaren Zeit. Bitte, Herr Kovner, fassen Sie sich kurz. Also Sie kamen mit diesem Schmidt in Verbindung. Sie waren es selbst, der die Verbindung zu ihm aufnahm. Jawohl. Und von 1941 an hatten Sie, das heißt, hatte die Untergrundbewegung mit ihm Kontakt. Und er setzte sein Leben aufs Spiel, um euch zu helfen. Ja. Und er nahm kein Geld dafür? Kein Geld. Er stellte euch Lastwagen zur Verfügung und beschaffte euch Ausweise. Stimmt das? Ja, das stimmt. Erinnern Sie sich, dass Sie eines Abends Anton Schmidt heimlich trafen im Januar 1942? Jawohl. Und Sie waren unruhig und auch Schmidt war nervös? Ja. Sie tranken einige Gläser Alkohol? Ja. Und Sie wollten von Schmidt etwas über die Befehlsbefugnisse in der Gestapo und in der deutschen Verwaltung erfahren? Ja. Was sagte Ihnen Schmidt? Ich bat ihn, er solle mir erklären, wer diejenigen seien, von denen alles abhängt.
Also, ich wollte wissen, wer das alles anzuordnen und zu befehlen hatte. Es gab nämlich Leute, die sagten, dass der eine oder der andere Kommandeur alles zu bestimmen habe oder der eine oder der andere Gestapo-Beamte. Ich fragte ihn nach Maurer, nach Schwanenburg, nach Hingst und nach anderen. Aber er schüttelte den Kopf und sagte, nein, keiner von diesen hat wirklich etwas zu sagen. Es gibt da aber einen Mann, ich entsinne mich ganz genau, er sagte, es gibt da einen Mann, einen Hund, der Eichmann heißt, und er ist der Organisator all dieses Unglücks. Ich hatte diesen Namen vorher noch nie gehört und ich wusste nicht, wer das war, und ich bat Schmidt, mir mehr zu erzählen. Aber plötzlich wurde er ganz nüchtern und sagte, also, ich habe nichts gesagt, gar nichts. Ich weiß nichts, nichts mehr. Und stimmt es, dass Anton Schmidt später von der Gestapo festgenommen und erschossen wurde, weil er den Juden geholfen hatte? Ja, das stimmt. Herr Kaftat, können Sie uns irgendwelche Namen nennen von Führern lettischer Organisationen, die mit den Deutschen zusammenarbeiteten? Der eine der Anführer von der Gruppe lebt heute in Brasilien. Er heißt Herbert Zuckus. Ich habe selber gesehen, wer Dienstag, Herbert Zuckus. Zuckus. Ja, ich habe selber gesehen, wer Dienstag, am 9. Dezember, Frauen und Kinder in Ghetto geschossen hat. Heute behauptete er, dass alle die, die Amt genommen haben, die Juden, nie in Ghetto gewesen seien, niemals, mit Juden, niemals Juden gewordet haben, sondern nur Juden geholfen haben. Viele Liga haben nicht geglaubt, dass man die Juden hinter hier erschossen hat, bis eine Frau, zwei Frauen, gerettet sind von dieser Aktion und zurückgekommen und uns folgende Sachen erzählt. Die beiden Frauen gingen zum Transport Montag mit der letzten Gruppe hin und als sie ankamen, war schon dort im Dunkeln. Die Aktion kam auf folgende Art vor. Es stand ein Deutscher mit einem Maschinengewehr und hat geschossen. Es waren große Gruben ausgegraben. Die Männer und die Frauen gekommen, haben ihre Sachen hingelegt und gingen zum Grub. Wer Glück hatte, bekommt ein Kugel. Wer nicht Glück hatte, fiel im Grub und wurde dort gestickt. Das Hauptereignis des Montag war die Aussage der Zeugin Rivka Josselewska, die einen der furchtbarsten Berichte gab, der bisher in diesem Gerichtssaal von einem Augenzeugen gehört wurde. Alle, die auf dem Lastwagen nicht mehr Platz fanden, wurden hinter dem Wagen hergetrieben. Und sie liefen mit ihrer kleinen Tochter dem Lastwagen nach? Ja, ich hielt meine Tochter in den Armen. Ich war nicht die einzige Mutter. Ich sah noch zwei, drei andere Mütter hinter dem Lastwagen herlaufen. Einige hatten auch Kinder an der Hand. Eine Mutter war da mit zwei Kindern, eine mit drei. So ging es den ganzen Weg entlang. Wer nicht mehr konnte, wer umfiel und liegen blieb, durfte auch nicht wieder aufstehen, sondern wurde gleich erschossen, dort wo er lag. Als wir endlich am Sammelplatz ankamen, war da meine ganze Familie schon beisammen. Die anderen waren mit dem Auto gekommen und schon abgestiegen, als wir, die wir hinterhergelaufen waren, sie einholten. Und wohin ging es dann? Ungefähr 3 Kilometer von unserem Städtchen entfernt war eine kleine Anhöhe, ein Hügel. Dorthin wurden wir geführt. Am Fuße des Hügels war eine Grube. Man stellte uns oben auf den Hügel in Reihen. Wir sahen zwar schon die nackten Menschen und wir hörten Schüsse und Schreie, aber wir hofften immer noch, das Ganze sei vielleicht nur eine Art neuer Marter, die man sich ausgedacht hatte. Ich muss noch erwähnen, dass meine kleine Tochter, schon als wir noch im Ghetto waren, zu mir gesagt hatte, Mutter, warum hast du mir denn die Sonntagskleidung angezogen? Man führt uns doch in den Wald, in den Tod. Und als wir nun am Rand der Grube mit den Toten standen, sagte sie, Mutter, warum stehen wir denn hier? Warum bleiben wir hier so lange? Warum laufen wir nicht fort? Komm, lass uns davonlaufen. Es gab einige, die es versuchten, junge Menschen, auch Kinder. Aber sie kamen nicht weit. Ein Stück weit ließ man sie laufen. Dann wurden sie von den Kugeln der Verfolger ereilt und stürzten hin, zu Tode getroffen. Und wie kam es, dass Sie, Frau Josselewska, überlebten?
Sie wird es erzählen, Herr Präsident. Bitte, Herr Hausner, stellen Sie der Zeugin einige lenkende Fragen. Also, was geschah mit Ihnen? Wir, meine Familie und ich, wurden nach vorn getrieben zu der Grube der zu Erschießenden. Wir waren schon ausgezogen. Mein Vater weigerte sich auszuziehen, er behielt seine Unterkleider an, er fand es unwürdig, sich auszuziehen. Wir flehten ihn an, sich zu fügen. Die Deutschen rissen an seinen Unterkleidern, aber er wehrte sich. Er war nun an der Reihe, erschossen zu werden. Man brüllte ihn an, sich auszuziehen, aber er rührte sich nicht. Da stürzten sich die Deutschen auf ihn und schlugen wie die Wilden auf ihn ein. Dann rissen sie ihm die Kleider in Fetzen vom Leibe und erschossen ihn vor meinen Augen. Dann kam meine Mutter an die Reihe. Auch sie wehrte sich. Sie wurde zur Grube gezerrt und erschossen. Nun kam meine Großmutter daran, die Mutter meines Vaters, eine alte Frau von 80 Jahren. Sie hatte zwei Kinder auf dem Arm. Sie wurde erschossen. Die nächste war die Schwester meines Vaters. Auch sie hielt Kinder in ihren Armen. Sie wurde ebenfalls erschossen. Und schließlich kamen Sie an die Reihe, nicht wahr? Nein, erst sah ich noch meine jüngere Schwester sterben und ihre Freundin. So sehr meine Schwester auch im Ghetto gelitten hatte, so wollte sie doch am Leben bleiben. Sie stand dort nackt und flehte die SS-Leute an. Sie bat, man solle sie und ihre Freundin, die gleich alt war, am Leben lassen. Als alles nichts nützte, umarmten sich die beiden und sahen sich an. Und so starben sie. Schüsse fielen und eng umschlungen stürzten sie in die Grube. Und was geschah nun mit ihnen? Ich hatte noch eine Schwester. Wir gingen zusammen ein paar Schritte nach vorn, das Gesicht zur Grube. Ein SS-Mann fragte, wen soll ich zuerst erschießen? Ich antwortete ihm nicht. Ich merkte nur, wie mir meine Tochter weggerissen wurde. Ich hörte Schüsse und den letzten Schrei meiner Tochter. Derselbe SS-Mann ging dann auf mich zu. Ich sah ihn an, er fasste mich an den Haaren und wollte auf mich schießen. Ich hörte auch einen Schuss, aber ich blieb stehen. Er sagte nun, ich solle zusehen und drehte meinen Kopf so, dass ich seine Pistole sah. Er schoss noch einmal und ich fiel. Da fielen sie in die Grube? Ja, ich fiel in die Grube. Aber ich spürte überhaupt nichts. Ich merkte nur, dass etwas Schweres auf mir lag. Ich war überzeugt, dass ich nicht mehr lebte. Aber dann fühlte ich etwas. Ich fühlte, dass ich dabei war, zu ersticken. Immer mehr Menschen fielen auf mich. Ich versuchte, mich zu rühren. Und da wurde mir klar, dass ich noch lebte. Mit letzter Kraft arbeitete ich mich nach oben an die Luft, ans Licht. So kam ich aus der Grube heraus. Und sie waren nackt. Ja, ich war nackt und blutbeschmutzt. Blut von all den Menschen in der Grube und eigenes Blut, denn ich hatte eine Kopfwunde. Sie haben heute noch ein Zeichen dort? Ja, ich habe eine große Narbe am Kopf. Ich war schwer verwundet. Trotzdem kam ich heraus und konnte gehen. Wie, weiß ich selbst nicht. Es war ein entsetzlicher Anblick, der sich meinen Augen bot, und schauerlich waren die Hilfeschreie, besonders die der Kinder. Der Gedanke durchzuckte mich, dass meine Tochter vielleicht doch noch lebe. Ich rief mit letzten Kräften ihren Namen, Merkele, Merkele. Kürzen wir ein wenig ab. Es muss für Sie sehr schwer sein, all diese Einzelheiten zu erzählen. Aber erzählen Sie weiter. Dann also versteckten Sie sich. Nach 3 Tagen und 3 Nächten kamen ein paar Hirten mit ihren Kühen zu dem Platz und sahen mich. Sie warfen Steine nach mir, um zu sehen, ob ich noch lebte oder ob ich tot war. Ich rührte mich nicht. Und dann kam ein Bauer und hatte Mitleid mit ihnen. Ein Bauer, der dort in der Nähe lebte, wo das Grab war. Er hatte Erbarmen mit ihnen, er gab ihnen Kleider und Nahrung und half ihnen. Ja, ich blieb bei diesen Bauern. Und jetzt sind sie verheiratet und haben 2 Kinder. Ja. Herr Dr. Servat. Ich habe keine Fragen. Ich bitte Ruhe und den nötigen Respekt vor dem Gerichtshof zu wahren. Danke, Frau Joselewska. Ihre Aussage ist beendet. Ein Wort noch zum Abschluss unserer heutigen Sendung. Der Prozess erregt das israelische Volk noch immer genauso wie am ersten Tag.
Aber es werden in der sehr sachlichen israelischen Presse laufend Stimmen aus Deutschland veröffentlicht. Es wird verzeichnet, dass dem Gericht täglich Hunderte von Briefen aus Deutschland zugehen, in denen die Schreiber Einsicht und Scham über das Vorgefallene zeigen. Und es wird laufend über jene Aussagen berichtet, die deutsche Journalisten hier im Lande in ihren vielen Gesprächen mit israelischen Bekannten tun. Das alles wird notiert und nicht übersehen. Und immer wird jedem, der hier arbeitet, gesagt, wir erwarten ja keineswegs, dass die Deutschen ständig mit einer Büßermine herumlaufen. Sobald wir aber fühlen können, dass der Eichmann-Prozess in Deutschland verstanden wird, dass das, was geschah, eingesehen wird, dass die Deutschen bereit sind, ihre Last zu tragen, dann glauben wir, dass alles gut ist. Dann sind wir überzeugt, dass dieser Prozess und die Mühe dieses Prozesses nicht umsonst waren und dass es nicht umsonst war, wenn wir, die Israelis, noch einmal unsere alten, schon fast vernarbten Wunden aufreißen mussten. Auf Wiederhören und Wiedersehen, meine Damen und Herren, in unserer kommenden Sendung am Dienstag, den 16. Mai aus Jerusalem.